Herzlich willkommen und guten Abend. Ich mag diesen Moment sehr, wenn man auf der Bühne steht und nur ganz wenig sagt und dann merken alle anderen auch, jetzt könnte es losgehen, sind gespannt, dann wird es ein ganz kurzen Moment ganz, ganz ruhig. Das ist eine große Freude. Es ist auch deswegen eine große Freude, weil in den letzten zurückliegenden Jahren war das ja nicht mehr so oft möglich. Und dass wir uns jetzt in dieser Runde wiedersehen, hier mit, ich schätze mal, 80, 90 Leuten, ist doch eine große Freude. Mein Name ist Boris Schade-Bünsow, ich bin Redakteur der Bauwelt und herzlich willkommen hier in der Weimar Halle. Herzlich willkommen auch da draußen an den Monitoren, wo auch immer Sie sind, vielleicht noch im Büro oder zu Hause. Denn neben uns hier verfolgen das auch noch ungefähr 80, 90 Menschen irgendwo, ich kann gar nicht sagen, wo in Deutschland, die uns heute auch zuhören. Und das ist der Grund, warum Sie alle so pünktlich hier reingehen mussten und warum wir uns auch sehr an den Zeitplan halten werden. Wie gesagt, ich bin Redakteur der Bauwelt. Die Bauwelt kennen Sie, eine Zeitschrift über Architektur und Städtebau. Wir schreiben nicht so sehr darüber, wie Architektur entsteht, sondern eher warum. Und wir stellen das stets in einen übergeordneten Kontext. Das mag sein, ein technisch konstruktiver. Meistens ist es jedoch ein gesellschaftlicher, ein sozialer, ein ökologischer vielleicht auch oder ein ökonomischer. Die Architekturgespräche, gleich erfahren Sie noch viel mehr dazu, begleiten wir und ich persönlich auch schon seit Jahren. Aber wie gesagt, in den Zeiten der Pandemie eben aus ganz anderer Blickwinkel. Und deswegen bin ich doch wiederholt gesagt, schon sehr froh, Sie alle hier persönlich zu sehen. Sich Gedanken über die Transformation zu machen, ergibt Sinn. Schon seit Jahren eigentlich. Aber nun kumulieren doch viele Dinge gleichzeitig, die es uns möglich machen, auch vielleicht out of the box darüber nachzudenken, wie wir mit dem Bestand umgehen wollen, wie wir mit Strukturen umgehen wollen, wie wir mit Material umgehen wollen. Wie wir vielleicht auch Nachhaltigkeit neu definieren. Also nicht Nachhaltigkeit im Sinne von wenig Energie verbrauchen, sondern Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Emissionen. Und dazu gehört eben nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch die CO2-Emissionen, die in dem Gebäude gebunden sind, in der Struktur, in den Materialien und all diesen Dingen. Wir können über Lebenszyklus nachdenken. Wir denken anders über Lebenszyklus nach heute. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich sage 1993, also schon ganz schön lange her, da haben wir über Lebenszyklus nachgedacht von 50 Jahren. Das fanden wir ziemlich gut, 50 Jahre, und dann müsste so ein Gebäude irgendwie anders benutzt werden. 50 Jahre, so lange arbeite ich noch nicht, ist aber doch eine ziemlich abstrakte Zahl. Und ein anderer Lebenszyklus könnte doch auch was mit der Zahl 5 zu tun haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein Gebäude gibt, eine Schule. Die steht jetzt hier und diese Schule hat vielleicht einen anderen Lebenszyklus und sie ist geeignet dafür, dass meine Kinder da zur Schule gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Schule auch noch da ist, wenn meine Kinder Kinder kriegen können. Meine Kinder leben schon, ich kann mir also vorstellen, dass meine Kinder auch Kinder kriegen. Das sind dann ja meine Enkelkinder. Meine Eltern kenne ich, die leben auch beide noch, und meine Großeltern kannte ich auch. Diese Schule könnte diese 5 Generationen begleiten. Das wären dann 150 Jahre, wenn man eine Generation mit 30 Jahren versieht. Und das ist ein viel menschlicherer Maßstab. Und ich glaube, zu diesem menschlicheren Maßstab müssen wir zurückkommen in dem Bauen. Und das kann auch ein Teil dieser Transformation sein. Maßstab ist für Architekten allerdings immer eine gute Sache, also betrachten wir die ganze Sache doch mal aus 3 Maßstabsebenen. Die kleinsten Maßstab betrachten wir heute, das sind Baumaterialien, Bauteile und Bausysteme. Der nächste Maßstab ist dann das Projekt selbst, das Bauvorhaben, den betrachten wir auch noch. Und das wirklich auch Spannende betrachten wir heute nicht, wie können wir eigentlich eine Stadt weiter nutzen und große Infrastrukturen weiter nutzen. Ziemlich komplizierte Sache, aber notwendig, und ich glaube, dass die veränderte Mobilität zum Beispiel uns Plätze und Raum schafft. Ich könnte mal sagen, wenn wir 20% des Individualverkehrs verlieren, gewinnen wir eine Unmenge an Platz, den wir nicht mit Wohnungen zubauen müssen, sondern den wir vielleicht durch die Qualität des öffentlichen Raumes bespielen können. Und wenn man sich Paris anguckt, dann gelingt es dort schon ganz gut. Da muss es eigentlich auch gelingen, weil diese Stadt sonst viel zu heiß wird. Ich habe 2 Beispiele aus einer städtischen Weiternutzung mitgebracht, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Sehr, sehr populär. New York 2014, die High Line. Ein Viadukt, eine Trasse von für Güterverkehr, da war nie Personenverkehr drauf, die aufgegeben werden musste und die jetzt ein Park in der ersten Ebene ist. Und ziemlich verblüffend für mich, schon 10 Jahre zuvor oder 11 Jahre zuvor, 1993 in Paris, ist das eigentliche Vorbild und das erste Mal das entstanden. Ich kann kein Französisch, deswegen muss ich das ablesen. Die Collée Verte René Dumont in Paris. Ist praktisch genau das Gleiche, ist aber eben vorher entstanden. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit Material, Bauteilen und Bausystemen auf der einen Seite und mit Architektur auf der anderen Seite. Wo machen wir das Ganze? Sie sind alle aus Weimar, oder? Das heißt, Ihnen ist die Weimarhalle und die Geschichte wahnsinnig bewusst. Mir ist das nicht so bewusst gewesen und ich finde es immer wichtig zu wissen, wo ich bin. Und
das ist ja schon eine bewegte Geschichte. Also ganz Weimar hat eine ganz bewegte Geschichte, aber auch dieser Ort hat eine bewegte Geschichte. 1932 entworfen von Max und Günther Vogler und dann unendlich oft politisch konnotiert, von den Nazis genutzt. Die sowjetische Armee hatte ein Offiziersheim hier oder ein Offizierscasino hier. Und erst 1974 ist es dann an die Stadt zurückgegeben worden und dann verliert sich aus meiner Sicht die Spur ein bisschen bis 1993. Dann kamen zwei Berliner Architekten, die einen Wettbewerb gewonnen hatten. Die leben jetzt in Kopenhagen, kenne ich beide, Beatrix Wuttke und Thomas Ringshoff, die diesen Wettbewerb zur Sanierung gewonnen haben und dabei dann feststellen mussten, und das wissen Sie alle, dass das Tragwerk in einem Zustand war, dass eine Sanierung nicht mehr wirtschaftlich erschien. Und dann ist sie abgerissen worden und wie es dann weitergegangen ist, wissen Sie, ein GU-Auftrag GMP hat den Wettbewerb gewonnen. In Windeseile von 1996 bis 1999 entworfen, geplant, gebaut. Und da sitzen wir jetzt nun hier. In sehr prominenter Nachbarschaft, Benedikt Thonon und Heike Hannadam, müsste man eigentlich umgekehrt sagen. Heike Hannadam ist die Entwurfsverfasserin mit Benedikt Thonon zusammen, das Bauhausmuseum, was ja für viel Furore gesorgt hat und sicherlich jetzt auch noch ein wichtiger Stadtbaustein geworden ist. Nun gut, die Jungarchitekturgespräche. Ich sage nur eine einzige persönliche Anmerkung, dann übergebe ich an Wiebke Becker, die das viel besser kann von Jung. Was mir immer besonders viel Freude daran gemacht hat und jetzt auch daran macht, ist die ernsthafte Auseinandersetzung, das ernsthafte Gespräch über Architektur. Und das ist eine Sache, die die Firma Jung über viele Kolleginnen und Kollegen verinnerlicht hat und durchgehalten hat. Und Sie sehen das hier, auch durchhalten wird. Also es sind jetzt, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 oder 8 nennenswerte Gespräche und das in diesen Jahren durchzuführen. Das ist für mich eine grandiose Leistung. Dafür vielen Dank. Aber worum es wirklich geht, weiß Wiebke Becker viel besser. Bitte schön. Lieben Dank, Boris, und einen wunderschönen guten Abend, verehrte Gäste. Eins kann ich versichern, da haben wir jetzt 3, 6, 7 Architekturgespräche, die wir da in diesem Jahr absolviert haben. Und ich versichere Ihnen, wir machen 2023 weiter und es werden dann 9 Architekturgespräche sein. Mein Name ist Wiebke Becker, ich bin von Jung und ich darf Sie hier heute vor Ort in der kleinen Weimarhalle und auch vor allem draußen vor den Monitoren ganz, ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu den heutigen Jung-Architekturgesprächen in und aus Weimar. Nach fast 2 Jahren Corona-bedingten Stillstand feiern wir das Comeback unseres beliebten Veranstaltungsformates. Du hast es gerade schon gesagt, Boris, wir haben uns darauf auch wirklich wahnsinnig lange gefreut, Sie endlich wieder vor Ort hier begrüßen zu dürfen und freuen uns, viele bekannte und auch neue Gesichter hier zu treffen. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch allen, die zum Gelingen beitragen. An Sie, liebes Publikum, an unsere Gäste, aber auch die vielen unsichtbaren Helfer, die dazu beitragen. Und ohne euch wäre das auch alles gar nicht möglich, die hinter den Kulissen immer tätig sind. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir feiern aber nicht nur das Comeback der jungen Architekturgespräche, sondern diskutieren auch ein wichtiges Thema, nämlich den Wandel, der nicht nur unser privates Leben betrifft, sondern auch den Berufsalltag. Transformationsstrategien. Unter dem Motto diskutieren wir heute den Wert des Alten und den Reiz des Neuen mit unseren Gästen. Warum wir das tun? Weil uns die dringlichen Fragen am Puls der Zeit interessieren und weil wir aus den gewonnenen Einblicken und Dialogen lernen. Wir lernen, die Perspektiven zu wechseln und Lösungen für die Zukunft zu entwickeln. Dazu passt der heutige Abend perfekt, denn unsere Gäste nähern sich dem Thema aus verschiedenen Perspektiven. Wir begrüßen heute Dea Ecker von Ecker Architekten aus Heidelberg hier bei uns, die mit ihrem Büro sowohl anspruchsvolle Neubauten als auch feinsinnige Interventionen im Bestand realisiert. Mit Strategien zur Bestandsertüchtigung beschäftigt sich Andreas Schulte von Henning Larsen aus München in seinem Beitrag. Und last but not least haben wir die Architektin Annabelle von Reutern heute zu Gast bei uns. Als Head of Business Development im Berliner Greentech-Startup Conculare wird sie uns ihre Ideen oder besser die Forderungen zur Kreislaufwirtschaft von Baumaterialien vorstellen. Der gesamte Lebenszyklus der Architektur
Und der für sie verwendete auch Bauprodukte rückt immer stärker in das Bewusstsein der Nutzer und beeinflusst ebenso unsere Fertigung wie auch unsere Produktion. Und mit der erfolgreichen Zertifizierung Cradle to Cradle oder auch C2C genannt, mit der Zertifizierung hat Jung hier einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Darauf sind wir auch ganz besonders stolz. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal euch, liebe Referentinnen und Referenten des heutigen Abends. Schön, dass ihr bei uns seid. Jung ist eine Architektenmarke. Auch deshalb fördern wir den Austausch mit der Disziplin. Das beginnt bei den Veranstaltungen wie den heutigen Jung-Architekturgesprächen und setzt sich fort in zahlreichen Aktivitäten wie unserer Podcast-Reihe, unseren Lectures, den Webinaren und Referenzprojekten sowie in zahlreichen Kooperationen national wie auch international. Und um diesem vielfältigen Engagement einen Ausdruck zu verleihen, dafür steht Jung Loves Architecture. Folgen Sie uns gern auf Instagram, ich lade Sie ganz, ganz herzlich dazu ein, dann bleiben Sie über all unsere Aktivitäten informiert. Im Dialog mit Ihnen geht es aber auch darum, unser Wissen und unsere Produkte immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Jung steht weltweit für zeitloses Design und zukunftsorientierte Gebäudetechnik. Seit mehr als 110 Jahren sind Innovation, Leidenschaft und Präzision wegweisend für unsere Produktentwicklung. Im zurückliegenden Jahr, eigentlich muss man sagen zwei Jahren, das von Einschränkungen ja geprägt war und den Verzicht auf viele persönliche Begegnungen bedeutet hat, haben wir uns dazu entschlossen, einen Film zu produzieren, der unsere Tradition, unsere Haltung und unser Versprechen für die Zukunft in die Welt tragen soll. Ich bin sehr stolz, Ihnen diesen Film heute Abend auch präsentieren zu dürfen. Das Ergebnis sehen Sie jetzt gleich. Design, das jeder sieht, und Technik, die jeder fühlt. Nach dem Film, der jetzt gleich starten wird, übernimmt Boris Schade-Bünso wieder die Moderation und wird uns dann auch durch den weiteren Abend führen. Vielen Dank. Dies ist eine Geschichte von gestern und morgen, von Tradition und Fortschritt. In welche Richtung wollen wir schauen? Es war einmal oder was wird einmal sein? Was ist das Besondere unserer Geschichte? Auf jeden Fall das, was wir tun. Das, was wir Tag für Tag schaffen, erschaffen. Von hier aus für die ganze Welt. Mit Genauigkeit, mit Liebe für das Detail, für Form und Farbe. Mit unseren Augen und unseren Händen. Design, das jeder sieht. Technik, die jeder fühlt. An unglaublich vielen Orten und Plätzen. Und immer wieder anders. So wie jeder von uns anders ist. Eine eigene Vergangenheit und eine eigene Herkunft hat und doch für eine gemeinsame Zukunft lebt. Das verbindet uns. Mit denen, die unsere Ideen gestalten und denen, die unsere Gestaltung erleben. Die uns vertrauen. Bei dem, was wir tun und wofür wir stehen. Heute und in Zukunft. Wir kennen unsere Ursprünge. Und denken dennoch heute an das Morgen. An die, die nachkommen. Das ist unsere Geschichte. Sie läuft in beide Richtungen. Weil Zukunft Herkunft braucht. Fortschritt als Tradition. Jung.
Transformationsstrategien oder die Veränderungen im Bauwesen. Wir reden so viel darüber und manche haben doch ein wenig Sorge, dass das unser Bauen wirklich verändert oder verhindern wird. Ich sage Ihnen, das wird so nicht sein. Ich glaube, es wird einen Bewusstseinswandel geben, der uns verändern wird und der das Bauen nicht verhindern wird, sondern in eine ganz andere Dimension bringen wird, indem wir den Bestand anders nutzen. Wie wir das alles machen, sehen wir heute und zuerst mit Dea Ecker, die 1998 mit ihrem Partner Robert Piotrowski das Büro gegründet hat. Übrigens ein Innenarchitekt, gar keine schlechte Idee, diese beiden Dinge in einem Büro verhandelt zu haben, dann eine Ganzheitlichkeit in den Projekten hinzukriegen. Und wenn Sie sich die Bauten angucken, das sind ja hauptsächlich öffentliche Bauten, es gibt natürlich, aber es würde jeder Architekt von sich behaupten, einen sorgfältigen Ortsbezug. Aber es wird sich nicht historisierend angebiedert, das gefällt mir gut, den Orten wird was Neues hinzugefügt. Es gibt eine Ehrlichkeit im Material und in der Konstruktion, man sieht, warum es stehen bleibt. Das Tragwerk ist wichtig für dieses Büro und das ist vielleicht auch nicht ganz unlogisch, wenn man sich überlegt, wo das Büro gegründet wurde, in Chicago nämlich, geprägt ursprünglich, weiß jeder, von Mies van der Rohe, dann von Adrian Smith, der noch lebt und jetzt ist Jeanne Gang relativ wichtig in dieser Stadt des dauernden Wandels der Architektur. Ich glaube, ich kenne keine Stadt, wo sich mehr Architektur wandelt als in Chicago und deswegen finde ich ziemlich spannend, jemanden, der aus dieser Welt kommt, aber jetzt in Heidelberg lebt, als ersten Vortrag zu haben. Dea, ich freue mich sehr. Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein kann. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und bedanke mich für die Einladung hier nach Weimar. Ich bin sehr gerne zu Ihnen gekommen und muss jetzt erst mal schauen, dass ich den ganzen Monitor hier auch sehen kann. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen drehen. Ist das für die Aufnahme noch zusätzlich das Mikro? Nee, daran nichts rütteln. Okay, dann stelle ich mich so ein bisschen seitlich. Ich hoffe, dass das gut klappt. Ja, ich bin sehr froh, dass Boris Schade-Bünso in seiner Einführung den Begriff der Transformation sehr weit gefasst hat. Denn das habe ich nämlich einfach auch mal versucht zu tun. Und ich habe Ihnen heute 4 Transformationen mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen möchte, und mit der ersten Transformation möchte ich mich auch selbst vorstellen. Das heißt, es wird vielleicht auch eine ganz persönliche Sache, die das ein bisschen ausführt, was gerade schon angedeutet wurde. Denn es ist ja immer schön, wenn man einen Vortrag hört, in dem man was erfährt, was man vielleicht nicht überall nachlesen kann. Und es gibt viele Bilder, das kann ich Ihnen versprechen. Ja, an der Hochschule in Karlsruhe studiert, dann aber 2 Jahre gearbeitet, hier ganz in der Nähe in Leipzig, also Nähe ist relativ, wenn man von Süddeutschland guckt, ist es in der Nähe. Und dann Postgraduate nochmal nach Chicago gegangen, ans IIT und dort in eben genau diesem Gebäude habe ich dann, ja, Sie sehen, es ist Crown Hall von Mies van der Rohe, IIT, College of Architecture. In diesem Gebäude habe ich dann diesen netten, damals noch jungen Mann kennengelernt. Und ich darf Ihnen versprechen, er hatte damals sogar noch Haare, er hatte Locken. Und er ist übrigens beides, Architekt und Innenarchitekt, ist aber als klassischer Architekt der GSD und in ETH ausgebildet. Also das nur noch so mal for the record. Er kann heute leider nicht da sein, er wäre sicher gerne mitgekommen, er ist im Moment in den USA tatsächlich unterwegs, aber wir sind ein deutsch-amerikanisches Team und das jetzt schon tatsächlich seit 27 Jahren. Also ab diesem Moment in Crown Hall, da wurde gemeinsam gelebt und gearbeitet. Und nach 5 Jahren Chicago war es dann tatsächlich so, dass es einen Deal gab, dass wir mal versuchen, für 2 Jahre, so war die Vereinbarung, nach Deutschland zu gehen. Mein Mann war einverstanden, wir haben gepackt, haben gesagt, go east und sind dann nach Süddeutschland gekommen. Und jetzt sind es 22 Jahre später und ich bin sehr glücklich, dass er immer noch da ist. Ja, Heidelberg ist meine Geburtsstadt und das führt auch schon zur Transformation Nummer 1,
ich habe es Ihnen ja versprochen, die eigentlich eine ganz persönliche ist und ich habe sie überschrieben, von der Ruine zum Wohnhaus. Und wir befinden uns hier mitten in der Heidelberger Weststadt. Sie sehen, es ist eine geschlossene Blockrandbebauung und ganz in der Mitte, in der ruhigen Mitte, ein kleines Hinterhaus, das so aussah. Also da kann man sich vielleicht schon ein bisschen Sorgen machen oder man kann es jetzt auch unter dem Motto heute so sehen, dass man sagt, da ist schon Raum für Transformation. Das haben wir dann auch getan. Ich hoffe, Sie können das so ganz gut erkennen. Sie sehen jetzt quasi auf die Rückseite des Blockinneren. Ja? Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und wir haben hier aus dieser Bauruine mit einer kleinen Aufstockung unser Zuhause gemacht, haben daran geplant und geschnitzt, bis es schien, als könnte es passen. Und es war ja auch die Frage nach einer Strategie für eine solche Transformation. Und immer wenn man so einen Vortrag vorbereitet, dann ist ja ganz schön, dass man da mal drüber nachdenkt, was man da eigentlich so intuitiv oder systematisch macht oder nicht macht. Und eine Strategie ist sicherlich das Licht. Also das heißt, was Sie hier sehen, ist eine Brandwand und auch in eine Brandwand kann man Löcher schneiden und kann gucken, dass hier mit satiniertem Glas das Licht einfällt. Eine zweite Strategie ist sicher auch das sorgfältige Anschauen des Bestands. Also was ist da eigentlich, was wir da vorfinden? Und hier haben wir einfach diese Galerie, diesen Luftraum, den es schon gab, wieder geöffnet und plötzlich ist der Raum ein ganz anderer geworden. Eine weitere Strategie ist das Freilegen des Tragwerks. Boris Schadebünso hat es in der Einführung schon schön gesagt, das ist schon richtig, wir sind tragwerksaffin. Ja? Wir lieben es, wenn man das Tragwerk im Raum sieht. Und insofern, das gilt auch für den Bestand, wenn man also so eine Rippe vorfindet und man kann, dann ist es schön, wenn man die auch erhalten darf und auch die zusätzliche Raumhöhe dann als Bonus bekommt. Eine Strategie ist sicher auch der Übergang von innen nach außen. Also dass, wenn man kleine, enge Räume hat wie hier, dass man den Raum weitet und den Übergang ins Freie schafft. Und ja, auch wenn der Hof nur ganz klein ist wie hier. Und ein ganz besonderer Schatz in der Strategie sind die guten Handwerker, die zu Freunden werden und die uns hier, wie in dem Fall unseres Schlosserfreundes, wunderbare Treppen bauen, die so transparent sind, dass das Licht wirklich noch nach unten fällt, die mit uns wagen, Materialien zweckentfremdet zu nutzen, wie zum Beispiel dieses feine Gewebe, das eigentlich aus der Förderbandtechnik kommt. Und das ist ein Freundschaftsdienst. Und das Bild habe ich eigentlich noch mal reingenommen, um auch zu sagen, Transformation braucht Zeit. Also Sie müssen sich jetzt kein Beispiel nehmen an uns. Das hat sehr lange gedauert, bis wir fertig überlegt hatten und gebaut hatten. Und die Transformation wird aber, wenn man weiterdenkt, auch besser. Also man soll sich die Zeit, wenn es geht, geben. Ja, ich werde jedes Projekt auch immer in der Nutzung zeigen. Das sehen Sie jetzt hier, deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen persönlicher als sonst. Vielleicht hier am Ende dieses Wohnbereichs nochmal auch die Erklärung, warum es da dieses komische wilde Furnier gibt. Das ist auch eine Strategie, um im Grunde die vielen Fugen zu verstecken, die ganz unregelmäßig sich in dieser Wand befinden und die man natürlich gar nicht sehen kann durch dieses wilde Furnier. Ja, das war jetzt erstmal die Einführung von der Ruine zum Wohnhaus, aber wir haben dort nicht nur gewohnt, wir haben auch ein kleines Büro dort eröffnet und das muss man jetzt sehen aus dieser Werkstatt, das zeige ich jetzt in zwei Schritten, erstmal ein trotz der ungünstigen Geometrie ein Bürobereich gemacht, also nicht abschrecken lassen von scheinbar ungünstigen Rahmenbedingungen.
Ja, man kann auch da wieder mit Licht, Sie sehen es gleich, das Fenster links ist neu, mit Licht von zwei Seiten oder manchmal Licht auch noch von oben, kann man die Räume transformieren. Ja, und jetzt war es so, dass wir tatsächlich hier eigentlich nur eineinhalb Jahre tätig waren und dann sind wir umgezogen aus diesem kleinen Büro und quasi vom linken Kringel zum rechten Kringel. Das heißt, im gleichen Block besetzen wir jetzt am Wilhelmsplatz eine Eckkneipe, in der wir uns auch sehr wohlfühlen und haben einen wunderbaren Blick aus meinem Fenster auf die Bonifatiuskirche. Ja, vielleicht nochmal zum Büro. Also außer meinem Mann, Bob Piotrowski und mir, gibt es ein Team. Das Team ist sehr weiblich und das Team ist international und jung. Und das Team geht aber natürlich nicht ohne den Bauherrn. Und das sieht man jetzt hier in der Mitte. Es gibt zwei Bilder von Bauherren. Und das geht wirklich nur, wenn der Bauherr auch Lust hat, mit zu transformieren, egal um was es sich handelt. Und also diese wertschätzende Partnerschaft, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung zum Erfolg eines jeden Projekts. Ja, ich habe gesagt, ich stelle mich auch ein bisschen vor, so ein, zwei Tage die Woche mache ich auch immer mal was außerhalb vom Büro, entweder in Jurys und Preisgerichten oder dann auch in Gestaltungsbeiräten in Baden-Württemberg, die dort ganz weit verbreitet sind, wie glaube ich, überall inzwischen, was eine tolle Sache ist. Sonst fällt mir nämlich die Decke auf den Kopf und dann bin ich nicht gut gelaunt und dann ist es ganz gut, wenn ich ab und zu mal ein bisschen unterwegs bin. Es führt mich zur Transformation Nummer zwei und da geht es jetzt um was ganz anderes. Da geht es eher um die Transformation eines Schulcampus. Das zeige ich Ihnen hier. Das ist ein Campus, bestehend aus 11 Gebäuden aus den 60er Jahren und das ist eine Landesschule des Landes Baden-Württemberg. Jeder Regierungsbezirk hatte oder hat auch heute noch eine Landesschule als Schulträger und ganz links im Bild sehen Sie fünf baugleiche Gebäude, die sich so parallel zum Hang orientieren. Das sind Internatsgebäude, die man heute natürlich gar nicht mehr braucht. Und ganz rechts, also neben dem Kringel, sehen Sie die Schule, oberhalb vom Kringel ist die Mensa. Aber das hatte keinen so einen richtigen Zusammenhang. Der ganze Campus waren eigentlich so lose, gewürfelte Gebäude, wie gesagt, eher parallel zum Hang orientiert. Und wir hatten das große Glück, dass wir diese neue Mitte dann planen durften, die eine Aula, eine Bibliothek beherbergt, eigentlich sehr wenig Programm, aber dafür viel Volumen und Luft, eigentlich eine tolle Aufgabe. Und ja, hier sieht man nochmal die Grundrissorientierung, also unten am Blatt die Aula, oben die Bibliothek, die dann schon so ein bisschen in den Hang gestreckt ist. Und oben und rechts sehen Sie Bestandsgebäude, das heißt, man musste dann auf 7 Ebenen, haben wir mal nachgezählt, oder 8 waren es, musste man anbinden an den Bestand auf verschiedenen Niveaus, um eben hier eine neue Mitte zu schaffen für die Schulfamilie, für die Schulgemeinschaft. Hier kann man das ganz gut nochmal im Schnitt erkennen. Ja, und so ein bisschen Konstruktionsfotos zeige ich an der einen oder anderen Stelle, konnte ich mir nicht ganz verkneifen, weil das nämlich wirklich was Besonderes ist, dass wir diese Schleuderbetonstützen samt Kapitell schon ganz früh positioniert haben und das ganz merkwürdig natürlich aussieht, weil die Entwässerung durch diese Stützen läuft, musste man die quasi als erstes mal stellen. Ja. Und das ist so die Decke, die da entwässert werden soll durch die Stützen, die da in einer Reihe stehen. Und das sind eben die Hohlkörper, die später dann diese recht markante Decke bilden, die Sie hier kurz nach dem Ausschalen sehen. Deshalb hat es noch diese Flecken. Was aber tatsächlich eins unserer Anliegen ist, ist wirklich die Materialität zu zeigen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass man andere Dinge gut im Griff haben muss, wie Raumakustik und die Haustechnik muss man irgendwie trotzdem beherrschen, damit das überhaupt geht. Und das fertige Gebäude sieht dann auch gar nicht so unterschiedlich aus wie der Rohbau. Es war eigentlich schon alles da in wesentlichen Zügen. Ja, hier kann man das nochmal sehen. Wir gucken jetzt quasi auf die Kopfseite des Schulbaus.
Und hier von der Bibliothek über kleine Klassenräume bis hin zu dem Aula-Bereich. Dieser Zwischenbereich, der Zwischenebene, wurde von den Schülerinnen und Schülern Catwalk getauft, weil man eigentlich auch einen guten Überblick hat, aber eben auch gesehen wird, wie auf einem Laufsteg, deshalb Catwalk. Ganz schlichte Box von außen, 26 auf 26 Meter. Sie sehen also die drei Stützen, die hier das Dach tragen. Und schön ist es aber, jetzt kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich der Benutzung, wenn Sie es tatsächlich im Nutzen sehen, also im Gebrauchszustand, dass diese verschiedenen Ebenen plötzlich belegt werden und auch wirklich Sinn machen. Ganz oben sieht man also den Chor, in der Mitte das Orchester und ganz unten dann die Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer Veranstaltung. Und ganz rechts oben sind noch welche bei den Internetarbeitsplätzen, die da auch noch über die Brüstung gucken. Also dieses Zusammenspiel der Ebenen, das sich dann wirklich mit Leben füllt, das ist eigentlich die Transformation zu dieser gemeinsamen Mitte, die eigentlich hier ganz gut geklappt hat, denn die Schülerinnen und Schüler, aber auch sogar die Lehrerinnen und Lehrer mögen diese Schule und es ist auch ein Ort einfach für Veranstaltungen über die Schulfamilie hinaus. Und das bringt mich schon zur Transformation Nummer 3. Das ist eine ganz anders geartete Sache, eine Ortsmitte, ein Platz für die Bürger, den wir in der Nähe 10 Kilometer von Heidelberg umgestaltet haben. Sie sehen es an der Struktur, das ist eine Körnung, alles ein Zweifamilienhäuser und es gab aber eigentlich kein richtiges Zentrum. Sie sehen links in der Bildmitte das Rathaus, ganz oben die Kirche und in der Mitte dieses Gebäude war baufällig und musste abgetragen werden und da hat die Verwaltung gesagt, dann machen wir doch mal einen Wettbewerb und fragen ein paar Architekten, Mehrfachbeauftragung, was könnte man denn machen? Und es gab auch gar kein richtiges Raumprogramm. Das heißt, wir haben gesagt, wir bauen kein neues Gebäude, sondern wir machen einen Platz. Wir geben dieser Gemeinde eine Ortsmitte. Und auch wenn Geilberg, wie der Name schon sagt, am Hang liegt und da eine Höhendifferenz von ca. 5 Metern zu überbrücken war, konnte man das abtreppen und dann vielfältig nutzen. Ein kleines Gebäude haben wir auch reingeschmuggelt. Das sehen Sie gleich rechts im Bild. Da sehen Sie dieses Rechteck. Eine kleine Gastronomie, die diese Ortsmitte dann auch ein Stück weit beleben soll. Und da es eben am Hang liegt und sich so wegduckt, sollte das auch ein besonderer Raum werden, der hier als Betonfaltwerk errichtet wurde. Ja, auch da nochmal ganz kurz, wie es gemacht ist. Die Schreiner haben die Form gebaut, die resinatbeschichteten Platten oben drauf gepackt und dann wurden die 1, 2, 3 einfach im Bausatz montiert und man sieht da den schönen Übergang von Wand zu Decke. Und der spannende Moment ist natürlich, wenn man dann ausstrahlt und kann sehen, ob es geklappt hat, wie es rauskommt und ob wirklich sich alle 7 Ebenen in einem Punkt treffen, was hier zum Glück geklappt hat. Ja, links die Nebenräume, Küche etc. Jetzt der Blick in die andere Richtung, wenn man also schräg schaut, dann wirkt natürlich diese Faltdecke noch mal ein bisschen dynamischer. Rechts treppt sich der Platz hoch. Hier nochmal der Blick in die entgegengesetzte Richtung und bei Dunkelheit hat das auch eine Ausstrahlung auf den Platz hinaus. Und hier hatten wir das große Glück, dass diese Anlage, diese Ortsmitte tatsächlich auch gewürdigt wurde. Beim Damenpreis möchte ich jetzt in dem Rahmen besonders erwähnen, weil da auch der Mitorganisator, der Hauptorganisator des heutigen Abends nicht ganz unbeteiligt ist, dass das so eine schöne Veranstaltung auch immer wird. Was uns aber am allermeisten freut, ist, dass diese Nutzung der Ortsmitte in der Vielfalt wie Marktstände oder Weihnachtsmärkte, hier Freiluftgottesdienst sogar, dass das richtig gut funktioniert. Das Allertollste ist aber, dass die Geiberger eine offene Bühne initiiert haben. Geiberg spielt für Geiberger
Und dass es jeden zweiten Freitag im Monat da eine Veranstaltung gibt, in der sich alle treffen und dass es wirklich mit Leben gefüllt ist. Also, dass diese Schlafstadt so eine neue Identität auch mit dieser Nutzung oder mit dieser Ortsmitte gefunden hat. Das freut uns besonders und da haben wir auch wieder die verschiedenen Ebenen, die ganz gut funktionieren, jetzt natürlich im Außenbereich. Ja, also insofern eher so eine bürgerschaftliche Sache, also gesellschaftliche Transformation ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber es ist ein Platz für die Bürger. Und die letzte Transformation, die ich Ihnen zeigen möchte, die vielleicht das Wort Transformation ein bisschen anders definiert, ist ja ein ganz anderer Bauherr. Das ist nämlich der Bund als Bauherr. Und das habe ich jetzt mal überschrieben von Stahl zu Holz. Das ist der Heeresflughafen im Hohenloischen. Wer nicht weiß, wo das ist, es ist so in Baden-Württemberg im Norden, aber an der Grenze zu Bayern. Ein Flugplatz, an dem der Hubschrauber NH90 zu Hause ist und für diesen Hubschrauber wurde diese Nachschubhalle gebaut. Und diese Halle hat zwei Herausforderungen. Das eine haben Sie gerade schon gesehen, das ist die Hülle, das andere ist das Tragwerk. Also das haben wir uns so mal als Herausforderungen gesucht. Und während das Tragwerk erstmal im Vorschlag sehr normal daherkam und nicht so filigran, war unser Bild, das wir eigentlich umsetzen wollten, ein anderes, eher ein filigranes Tragwerk, auch materialsparend, ressourcenschonend. Und deshalb dieser Fisch als Sinnbild, also das sind auch Bilder aus der Präsentation zum Bauherrn. Und wir konnten dann mit unseren tollen Tragwerksplanern von Engelsmann Peters hier tatsächlich ein ganz filigranes Tragwerk entwickeln. Schon die Zeichnung ist schön. Wenn man dann mit dem Hubschrauber tatsächlich aufsteigt, konnte man also im Bau diese zarten Träger sehr gut sehen. Ja, und man darf sich auch ruhig trauen, das dann hinterher ein bisschen farbig zu machen. Die Farben sind entlehnt aus der Luftfahrtindustrie Mitte des letzten Jahrhunderts, kommen eigentlich aus dem Korrosionsschutz. Diese beiden Farbtöne, Oxidrot und Zinkchromat. Ja, die Halle ist super high-tech, super high-security, völlig hermetisch abgeriegelt, ganz geringe Temperaturspannen und Luftfeuchtigkeitsspannen sind erlaubt. Deshalb die Halle auch leider dunkel, aber wir haben so ein bisschen geborgtes Licht über den Verwaltungsgang. Das ist also schön, dass innen die Mitarbeitenden wenigstens sehen, ist draußen Tag oder Nacht oder wie ist das Wetter. Das zum Tragwerk, deshalb ist diese Folie schwarz, dass ich dran denke, jetzt geht es um Fassade. Die Fassade war eigentlich gesetzt, nämlich eine klare dunkelgraue Eternitfassade wie überall auf der Liegenschaft. Und wir haben uns überlegt, was könnte man denn anders machen als ein orthogonales Fassadenraster. Jetzt gibt es Vorbilder natürlich aus der Historie und das konnten wir nicht machen. Wir haben aber andere Vorbilder genommen, hier die Unterseite vom Space Shuttle, die wir auch hier so der Bauherrschaft präsentiert haben, wo uns diese wilde Geometrie eigentlich fasziniert hat. Wir haben gesagt, vielleicht ist das ein Motiv, das wir hier auch in abgeänderter Form anwenden. Und dann haben wir uns das in den Geometrien angeguckt, was ist da möglich und die Type 1 gewählt, das ist tatsächlich jetzt ganz oben links und beginnend mit dem Modul der größtmöglichen Platte dann sozusagen das Schnittmuster entwickelt und über diese Verzerrungen dann das richtige Motiv gesucht und ausprobiert. Also das zum Thema Hülle, hier kann man es nochmal genau sehen, das maximale Plattenmaß, ein diagonaler Schnitt und dann einfach den Rest, der ist dann 1,6% Waste, aber das ist wirklich ein ganz geringer Anteil. Und so kann man dieses zweidimensionale Material eigentlich ganz gut um die Ecke führen
und kann eher ein Volumen entstehen lassen, das eigentlich so ein bisschen an so ein Tarnnetz erinnern soll. Und das auch selbst im Streiflicht jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich eben keine durchlaufenden Fugen habe, wo ich Ungenauigkeiten viel schneller sehen könnte. Hier einer der Haupteingänge. Und dieses Bild erinnert mich daran, dass es mich sehr gefreut hat zu hören, dass die Truppe vor dieser Fassade immer ihre Gruppenbilder macht. Also die sind so stolz auf dieses Gebäude, dass sie sich da immer positionieren mit oder ohne Fahrzeug und machen da ihre Aufnahmen. Also das ist schön, wenn man das dann zugetragen bekommt. Ich habe ja versprochen, ich zeige auch immer die Nutzer. Das ist der Dienstälteste, der General auf der Liegenschaft, der sich hier auch gefreut hat, weil tatsächlich diese eigentlich schnöde Bauaufgabe einer mehr oder weniger Industriehalle dennoch eine Hugo-Hering-Auszeichnung bekommen hat, was in Baden-Württemberg, das ist was Gutes. Und das ist jetzt nochmal zum Schluss der zweite Bauherr im Bild, nämlich ein Amtsleiter vom Bundesbau, mit dem uns dann auch oder mit dem ganzen Amt, er steht hier nur stellvertretend und so, eine vertrauensvolle Wertschätzung verbindet, dass man so ungewohnte Dinge auch kommunizieren und dann tatsächlich auch umsetzen kann. Und das Beste ist nämlich, bei neuen Projekten auf der gleichen Liegenschaft gelingt es jetzt, gemeinschaftlich auch hier umzudenken und zu sagen, wir können ein solches Tragwerk auch in Holz machen. Wir probieren das, wir versuchen das durchzusetzen. Es ist im Moment in der Entwurfsphase 35 Meter Spannweite in Holz. Also wir hoffen, es geht und wir drücken die Daumen, dass alle zuständigen Behörden hier mitmachen. Da sieht man, es ist nicht viel Technik, es ist wirklich nur eine Einstellhalle für Fahrzeuge. Und eine Glasfassade, die außenrum geführt wird. Also das ist ein, wenn man so will, eine Transformation des Anspruchs. Wie weit kann ich eine Gruppe von Personen mitnehmen, zu sagen, vielleicht gehen auch große Spannweiten anders mit nachwachsenden Rohstoffen. Und das hoffen wir, dass uns das hier mit diesem Bundesbauherrn gelingt. Und ganz zum Schluss, ein Fazit sozusagen, ist ein Zitat, mit dem ich schließen möchte, von G.H. Hardy, das mir so ans Herz gewachsen ist. Das ist aus dem Buch A Mathematician's Apology. G.H. Hardy hat es am Ende seines Lebens geschrieben und hat versucht, Analogien zwischen Mathematik und den bildenden Künsten zu schaffen. Das lässt sich natürlich auch wunderbar auf die Architektur übertragen. Und er schreibt, ein schöner mathematischer Beweis ist eine völlig unerwartete Lösung, die sich fast zwingend selbstverständlich ergibt und immer ökonomisch in den gewählten Mitteln ist. Die Logik ist manchmal seltsam und fast kindlich einfach im Vergleich zur Reichweite des Ergebnisses. Aber die Lösung ist stets unerschütterlich selbstverständlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Dea Ecker, für diese vier Transformationen. Es finden sich in euren Arbeiten stets irgendwelche Bezüge unerwarteten. Hugo-Hering-Preis macht ja dann Sinn, wenn man weiß, dass Hugo Hering und Mies van der Rohe ihr erstes Büro gemeinsam miteinander hatten. So schließt sich dieser Kreis auch dahin wieder. In schon naher Zukunft sollen 30% der Materialien, die für einen Neubau verwendet werden, wiederverwertete Materialien sein. Ich frage mich, wie das gehen kann. Es gibt Bauteile, Bausysteme, Bauprodukte in unendlicher Vielfalt. Nicht jeder setzt sie so reduziert ein wie Ecker-Architekten. Und da stellt sich die Frage schon, wie in Gottes Namen soll das denn gehen? Annabelle von Reutern weiß, wie das geht. Die
Annabelle ist Head of Business Development bei Concular, einem Startup, so nennt man das heute, was sich schon oder erst 2020 gegründet hat. Aber jetzt darf man keine Angst haben, dass so ein Startup irgendwie schnell wieder verblüht oder Ähnlichem, denn die Gründer haben viel Erfahrung damit, denn die gründeten 2015 Ristado, eine Plattform, die für Baustoffe, sozusagen wiederverwertete Baustoffe, längst etabliert ist und sehr gut funktioniert. Aber wie genau es funktioniert und ob es schon reale Beispiele gibt, denn das ist das, was ich mich auch gefragt habe, das erfahren wir jetzt von Annabelle von Reutern von Concular. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und für die Einladung. Darf ich mir kurz hier noch mein Wasserglas mal befüllen, ja? Was? Ach so, hier unten direkt. Ich habe es jetzt mir da geholt. Alles klar. Also erstmal der Wahnsinnsvortrag, mega schön. Was bist du für ein feiner Mensch und für eine feine Architektur. Ich bin ganz beeindruckt. Und ich poltere jetzt daher, könnt euch schon mal drauf freuen. Also es wird, ich versuche es gar nicht erst, da ja, in diese Richtung zu gehen, das kann ich nicht. Es ist, aber ich bin sehr beeindruckt. So, kurz muss ich ein Schlückchen trinken. Okay, so. Damit fange ich immer ganz gern an, aber auch meine Präsentation, ne? Also on fleek. Bei mir ist mehr so eine Techie-Startup-Pitch-Deck-Präsentation. Also sobald man in einem Startup ist, sieht das alles ein bisschen anders aus. Also ein kleines Kontrastprogramm. Ja, also was haben wir hier? Eigentlich können wir uns die ganze Zeit auch nur diese Folie angucken, denn ich kann es gar nicht oft genug sagen und auch das nochmal zeigen. Ich kann auch allen nur empfehlen, das als Desktop-Hintergrund einzurichten. Wenn ihr morgens anfangt, guckt euch das an und sagt, okay, was kann ich dafür tun, damit wir das erhalten? Was kann ich dafür tun, damit wir das erhalten? Es ist unsere eigene Lebensgrundlage. Es ist wunderschön hier und es lohnt sich, das zu erhalten. Und wir alle haben eine Verantwortung, gerade als Planende, als Bauschaffende, sollten wir uns dieser Verantwortung auch bewusst sein. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns auf dem Weg zur Circular Economy gemacht. Boris, danke, dass du sagst, ich weiß, wie das geht, aber ich weiß es natürlich auch nicht alles, wie das funktioniert. Aber das Wichtigste ist, dass man sich erstmal auf den Weg macht. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehalten mit Nathalie Bräuninger von RKW-Architekten und da haben wir sehr über Fehlerkultur gesprochen. Und dass es auch wichtig ist, über Dinge zu sprechen, die nicht funktionieren. Wir haben zum Beispiel mal eine Tür verkauft, die Käuferin kam, die Tür war weg. Okay, wo ist die Tür? Wer hat die Tür geklaut? Wo ist sie? Ich meine, das sind alles Dinge, die passieren, aber wie gesagt, das Wichtigste ist einfach mal losgehen. Denn im Moment ist leider das die Realität. Wir als Bauschaffende sind verantwortlich für 60% des Abfallaufkommens. Also Coffee-to-go-Becher, scheißegal, könnt euch jeden Tag gönnen. Das ist die Zahl, die entscheidend ist und da müssen wir runter. Und auch die 40% der CO2-Emissionen gehen auf unsere Kappe. Und so schön ich Beton, alle eure Projekte finde, Beton ist nun mal ein großes, kleines Problem, was damit zusammenhängt. Und in Klammern haben wir da noch stehen, 19% CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von Produkten, von Baustoffen, Baumaterialien, was eben dazu führt, dass wir das ganze Thema Urban Mining angehen wollen, um diese Zahl eben zu reduzieren. Im Moment sieht es so aus, also egal, ob ich mir irgendwie ja doch den Coffee-to-go-Becher mitnehme oder Kleidung kaufe, die nicht besonders hochwertig ist oder eben ein Baumaterial. Wir nehmen es aus der Erde, wir schröpfen den Planeten, das ist auch so. Und Holz wird uns auch nicht retten. Also Holz ist eine tolle Sache und es ist auch ein Baustein, aber es ist nicht, wir können jetzt nicht alles aus Holz bauen, das wird auch nicht funktionieren. Ja, wir leben in der linearen Wirtschaft, wir leben im Kapitalismus, wir produzieren Materialien und lange vorm Ende des Lebenszyklus landen sie auf der Deponie, obwohl sie eben in der Regel noch in einem ausgesprochen guten Zustand sind. Und das gilt es zu verlängern oder zu verhindern oder eben von der linearen Wirtschaft hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen. Denn die Folgen sind heute schon zu spüren. Also mir ist das viel zu heiß. Ich schiebe mir schon total die Filme, wie das die nächsten Jahre wird. Also auch das ein Ansporn für mich, da jetzt möglichst schnell voranzukommen. Klimawandel, ja, wir spüren es alle, wir sehen es alle. Auf der einen Seite fackelt die Welt ab, auf der anderen Seite säuft sie ab. Also es ist ja alles überhaupt nicht mehr im Gleichgewicht. Materialknappheit sehen wir auch jetzt schon. Wir bei Concular bekommen jetzt Anfragen von großen GUs ja, in Deutschland, die auf uns zukommen und sagen, ja, wir haben immer viel verschwendet und irgendwie wir kriegen kein Material mehr.
Ihr seid doch, ihr habt doch da was. Wie geht das denn? Also die Materialknappheit ist heute schon zu spüren und natürlich auch dementsprechend hohe Kosten. Jeden Tag, die eine Baustelle länger stillsteht, weil das Material nicht lieferbar ist oder das Material extrem teuer ist, kostet uns Geld. Also dieses Märchen, ich nenne es Märchen, dass nachhaltiges Bauen teurer ist, gilt es auch auszuhebeln. Also es ist meiner Meinung nach ganz oft so, dass Leute sagen, das geht ja alles nicht, weil sie nicht wollen. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, ehrlich gesagt, dass wir unser Mindset ändern. Sonst werden wir nicht vorankommen und das wäre sehr schade für uns alle. Genau, was ist also unser Ansatz? Also Urban Mining, das Gebäude, den Bestand als Ressource zu sehen, das Bestehende zu erhalten, das ist erstmal natürlich die oberste Priorität. Wir sehen aber auch die Realität, dass viele Gebäude eben teilweise nach 10 Jahren rückgebaut werden, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Dann frage ich mich, wo ist der Fehler im System? Also wieso ist es günstiger abzureißen? Das ist total absurd. Oder also wir haben jetzt ein Hotel zum Beispiel, das wird wirklich nach 10 Jahren abgerissen. Und ich frage immer, warum nochmal? Erklär mir das bitte. Und dann kommt die Antwort, ja, die Deckenhöhe ist zu niedrig für eine Drittverwendungsmöglichkeit. Weil die TGA nicht reinpasst oder so. Also es gibt immer irgendeinen Grund, aber der einzige Grund ist eigentlich, Neubauen ist billiger. Genau. Wir sagen also, das Gebäude ist unsere Materialquelle, wenn es denn schon rückgebaut werden muss oder ein Refurbishment im Innenraum passiert, wie auch immer. Und das, das war auch so schön. Heute meinte ein befreundeter Anwalt, also ein Immobilienfreund, ja, Annabelle, von dir habe ich ja gelernt, was ist der Unterschied zwischen Wiederverwendung und Wiederverwertung ist. Also häufig wird ja alles in einen Topf geworfen, C2C, ah, ihr macht C2C? Nein, machen wir nicht, C2C ist eine Marke, Cradle to Cradle muss man zertifizieren, das kostet Geld, das ist nichts, was man einfach verwenden darf und Wiederverwendung ist auch nicht gleich Wiederverwertung. Wir sagen, bitte macht das alles in dieser Reihenfolge, startet mit der Wiederverwendung, sprich 1:1 Substitution. Eine Tür ist eine Tür, bleibt eine Tür. So sollte es eigentlich laufen. Und wenn das nicht geht, aus welchen Gründen auch immer, kann man immer noch Richtung Aufbereitung, Reparatur gehen. Wenn das auch nicht möglich ist, zum Beispiel mit einer Gipskartonplatte, dann kann man ins Recycling gehen. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann kann man es vielleicht noch schreddern und in den Untergrund kippen, keine Ahnung. Aber da, so sollten wir voranschreiten und eben nicht andersrum. Und im Moment ist es eben, wie wir die nochmal, wenn wir uns auf die Zahlen zurückbesinnen, halt leider nicht so weit her mit der Wiederverwendung. So, das war erstmal so, warum machen wir das alles? Ich glaube, das ist angekommen, oder? Es ist wichtig. Gut. Was machen? Ich finde mich ziemlich locker heute. Sonst bin ich immer so, also wir müssen das alles machen. Okay. Gut, so was machen wir jetzt bei Concula womit verdienen wir Geld, was machen wir eigentlich? Ja, ein Startup irgendwie hat eine Idee und viele Ideen gibt es. Ich war heute bei der Real PropTech in Frankfurt, ohne Ende Startups, die alle tolle Ideen haben, wie man alles besser machen kann. Wir sind eins davon. Was machen wir genau? Also es kursiert ja dieser Begriff Ressourcenpass, Materialpass, Gebäudepass, Pass. Am Ende des Tages geht es darum, dass wir wissen, was verbauen wir eigentlich. Wir gehen heute in Gebäude, die rückgebaut werden, umgebaut werden und fragen immer unsere Bauherren, wo ist denn das Archiv digital oder auch als Ordner? Und dann gucken uns immer alle an, naja, wir haben es gekauft, um es abzureißen, wir haben gar keine Informationen. Okay, klasse, dann fangen wir einfach wieder bei Null an. Und dieses Thema Ressourcenpass ist für uns so entscheidend, weil wir natürlich nur mit dieser Information über Produkte auch wieder in den Markt gehen können. Also niemand kauft etwas, von dem man nicht weiß, dass es existiert. Das heißt, wir erstellen einen Materialkatalog von Gebäuden, die, sage ich mal, wert sind, wieder verwendet zu werden. Sprich, sie sind schadstofffrei zu großen Teilen. Die Materialien sind ausbaufähig. Also alles, was Verbundstoffe, ne, alles verklebt, verbacken, kriegst du halt einfach nicht mehr raus. Da können wir noch so sehr wollen, einen verklebten Nadelfilz, der schön billig am Anfang ist, ist halt, was von Überlebenszykluskosten und so weiter gesprochen, ist am Ende einfach Sondermüll. Da können wir nichts mehr tun. Also von daher bitte immer zirkulär planen und bauen und auch für die Zukunft gerne mit Concula Materialpässe anlegen, damit wir nicht mehr wie heute wie der Ochs vom Berg stehen und sagen, okay, gucken wir mal, was da drin ist. Wenn man es einfach von Anfang an einplant, macht das die Sache leichter. Genau, also das machen wir, Ressourcenpässe erstellen mit BIM-Modellen für den Bestand rückwirkend und auch für Neubauten.
Vermittlung von Material, ich könnte darunter eigentlich schreiben, Tinder für Baustoffe. Da, auch gestern musste ich auf so, wir hatten so ein Speakers-Dinner vorher am Tisch pitchen, was machst du eigentlich, Konkula, was machen die? Und ich so, bla, 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 bla. Und alle so, Ich so, wir sind Tinder für Baustoffe. Und alle so, ach so, sag das doch gleich, okay. Also wir bringen Angebot und Nachfrage zusammen. Ich ergänze dann aber ganz gerne, oh, nicht ans Mikro packen, nicht jedes Match ist eine Hochzeit. Das muss man, also da muss man auch gucken, dass man den Weg dahin schafft. Und habe ich auch schon Erfahrung mit, das geht nicht so einfach. Also muss man viel investieren. Und das ist im Grunde das, was wir auch machen. Das ist dann im Grunde der nächste Punkt, die zirkuläre Wertschöpfungskette mit lokalen Betrieben und Prüfinstituten herstellen. Was heißt das? Wir machen alles, damit das Ding wieder verkauft wird. Was heißt das nochmal konkreter? Wir arbeiten eben mit Prüfinstituten, wir arbeiten aber auch mit Herstellern. Denn ich warte ja immer noch auf den Tag, an dem endlich die Junglichtschalter in rauen Mengen in der Immobilie vor mir sind. Bisher sind das meistens nicht so tolle Sachen, wo ich mir denke, gut, das kriegen wir jetzt auch nicht mehr am Markt. Was muss man also tun mit den Herstellern? Arbeiten, Thema Gewährleistung, unser Lieblingsthema. Vielleicht kommen da später die Fragen zu. Genau, all das machen wir. Wir bringen Leute zusammen. Wir sind ein Netzwerk, um eben Firmen und Planende und so weiter, die sich schon auf den Weg gemacht haben, miteinander zu verknüpfen, weil wir halt merken, alleine wird es nichts. Also der Markt ist riesig, es gibt so viel zu tun und es müssen halt alle mitmachen. Genau, und ganz rechts zu sehen für die Immobilienentwicklerinnen und Bestandshalterinnen hier unter uns, Ökobilanzierung, ESG-Reporting, Taxonomie, das sind ja die Stichpunkte, um die es geht. Also wir haben einige Kunden, die haben von ihren Banken jetzt schon Vorgaben bekommen, hier, du musst das aber so und so machen, was du auch vorhin erwähnt hast, aus dem Rückbauobjekt müssen zukünftig eigentlich 90% wiederverwendet oder recycelt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier sagen kann. What the fuck, ganz ehrlich. Also da sind wir meilenweit von entfernt. Und ich freue mich, wenn wir da endlich hinkommen. Und ich finde es auch mega, dass das jetzt endlich mal auf der EU-Ebene und auch im Koalitionsvertrag mit den Materialpässen alles verankert ist und jetzt mal losgeht, weil wir keine Zeit zu verlieren haben. Aber genau, also das ist natürlich mit das Wichtigste, weil wir alle wissen wollen, was hat das jetzt überhaupt gebracht, dass wir jetzt irgendwie 100 Türen von der Deponie gerettet haben. Genau. Also, oh Gott, es ist so eine Techie-Folie. Ne? Es ist wirklich nicht so schön wie bei den Architekten, egal. Es kommt auf die Inhalte an, nicht wahr? Also Planen und Bauen ist sozusagen der eine Bereich und Rückbau und Vermittlung vom Bestand der andere. Wir sind nämlich der Meinung, ist ja schön, wenn wir jetzt Materialpässe und so weiter anlegen für die Zukunft und zirkulär bauen, ist auch alles super wichtig, aber wenn wir nicht heute bzw. morgen anfangen, tatsächlich konkret jeden Tag CO2 einzusparen, dann wird es halt nichts. So, deswegen müssen wir da konkret arbeiten. Vielleicht zu unserer Firma, wir sind 35 Mitarbeitende, sind dieses Jahr extrem gewachsen und davon sind die Hälfte Softwareentwicklerinnen. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon. Ich bin ja der Boomer unseres Unternehmens, so wurde ich wirklich neulich genannt, weil ich so gefühlt nur mit dem Notizbuch arbeite und gucke dann immer unseren Codern da über die Schulter und denke so, was macht ihr da? Das ist ja unglaublich. Also eben mit BIM-Modellen und die Plattform Matchmaking, Ökobilanzierung. Also das ist schon ein großer Teil auch unserer Arbeit. Ohne die es halt nicht geht. Also es gibt ja schon Bauteilbörsen, die sind vielleicht bekannt. Das ist auch wichtige Arbeit, aber wir sind der Meinung, ohne Digitalisierung und frühzeitiges Wissen darüber, wo was stattfindet, kriegen wir halt nicht den Impact, den wir brauchen. Benutze ich zu viele englische Worte? Geht, okay. Alles klar. Was uns zur nächsten Frage führt, wo und wann finden wir eigentlich die Materialien? Haben die überhaupt die Qualität, die wir brauchen? Ich meine mit den englischen Worten, das wurde mir schon mal gesagt, weil ich nur Anglizismen benutze die ganze Zeit. Das kommt auch aus diesem Startup. Bereich. Genau, wo finden wir das eigentlich? Also wir werden häufig auch angerufen, so in 3 Wochen habe ich hier 100 Türen abzugeben. Dann sage ich, okay, es ist schön, dass du dich meldest, aber beim nächsten Mal bitte früher. Denn unser Anliegen ist es ja, das Gebäude, das Bestandsgebäude als urbane Mine zu verstehen, aus der wir herausverkaufen. Also wir haben keine eigenen Lagerflächen, das kostet alles nochmal, also ne, was baut man aus, was nicht verkauft ist, wer bezahlt das, wer transportiert ist, dann die Lagerkosten, das ist einfach im Moment nicht abbildbar, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass das eine kommunale Aufgabe sein könnte. Wir haben uns gerade mit dem Senat Berlin und Alba ein Pilotprojekt für so eine Zwischenlagermöglichkeit, also das ist durchaus etwas, um so zu diesem Zeitpuffer hinzukriegen.
Genau. Was sind denn, wo finden wir es eigentlich? Also mittlerweile werden wir, okay, komm, es scheinen schon viele Fragen im Raum zu sein. Wollen wir uns die kurz sparen für gleich? Das wäre super. Wir werden mittlerweile angerufen und gefragt, können wir helfen? Wir haben jetzt, also wirklich, da müssen wir fast keine Akquise mehr machen. Das sind in der Regel große Projektentwicklungen und Bestandshalterinnen, die sich bei uns melden. Und das sind im Grunde die ersten Fragen, die wir haben. Wann wird denn rückgebaut? Also am liebsten erst in einem halben Jahr oder noch später. Wir haben auch ein Projekt, da sind wir erst im B-Plan-Verfahren. Und da sage ich, fantastisch, dann haben wir ja genug Zeit. Dann können wir jetzt die Bestandserfassung machen, haben ausreichend Zeit für die Vermittlung. Großartig. Dann die BGF. Wir haben gerade eine Grenze von 5000 Quadratmeter BGF. Also wir können jetzt gerade nicht jedes Einfamilienhaus retten. Aber mal sehen, wo da die Reise hingeht. Und davon haben wir natürlich auch viele, muss man also auch ran. Baujahr ist wichtig, ist jetzt aber auch nicht so, dass man das kategorisch dann ausschließen kann, wenn es aus den 60er Jahren ist. Also das muss man sich immer angucken, Schadstoffgutachten, der Zustand, wann wurde was nochmal saniert, wie ist der Innenausbau, wie ist die Rückbaufähigkeit und der Marktwert. Was ist der Marktwert? Also wir haben am Anfang auch manchmal noch so Aluminiumfensterbretter aufgenommen. Ja, also die kannst du auch, also das kann man auch dann dem Schrotthändler überlassen. Also da muss man jetzt nicht, oder dem Rückbauunternehmen, da muss man sich jetzt nicht verkämpfen. Ich glaube, es geht erstmal darum, irgendwo anzufangen und die Sachen, die jetzt schon leicht sind und die auch einen guten Marktwert haben und auch leicht ausbaubar sind, die erstmal anzugehen. Genau, wenn diese Parameter alle stimmen, dann arbeiten wir mit Ingenieurbüros zusammen, die für uns die Bestandserfassung machen. Was denn? Okay, gut, alles klar. Zack, zack, zack. Wir gehen da durch, nehmen das mit unserer Software auf und daraus entsteht im Grunde der Materialkatalog. Also wer bei Kleiderkreisel ist, der kennt das. Ich habe eine Jeans, ich mache ein Foto von der Jeans, welche Größe, welche Firma, welche Farbe, welche Länge, bla bla bla. Und dann kann man es wieder verkaufen und nichts anderes machen wir auch. So, danke für den Hinweis, dann geht es ein bisschen flotter. Also richtig sexy Folie, das Wort sexy finde ich auch ganz schlimm, aber egal. Schlimme Folie, aber zeigt so ein bisschen, was kann man da erwarten, so vom Ablauf. Also Bestandserfassung, wir kriegen eine Anfrage, dann dauert es in der Regel einen Monat, aber wir werden natürlich immer schneller, auch mit Absprache mit dem Bauern und so weiter, bis wir da mal irgendwie reingehen, die Materialpässe erstellen, dann haben wir die Vermittlungszeitraum und dann den Rückbau. Den Rückbau machen wir auch nicht selber, wir machen nichts selber, das machen die klassischen Rückbauunternehmen. Also Hagedorn ist zum Beispiel, das ist ja Deutschlands größtes Rückbauunternehmen, ist einer unserer Partner, die wir nach langem Bequatschen dazu bekommen haben, dass sie sagen, ja, vielleicht doch ein spannendes Thema. Genau, und dann gibt es eben, was ich mit dieser Folie eigentlich nur sagen will, man kann es einplanen. Wenn man das von Anfang an weiß, wie alles am Bau, ist es möglich, das einzuplanen und nicht erst kurz vor knapp. So, welche Materialien gehen gut? Liebe ich Doppelbodenplatten. Nimm zum Beispiel die Firma Lindner, dürfen wir nicht von Firmen sprechen, ich mache es jetzt einfach zurück. Leuchten haben wir auch verschiedene Aufbereiter, die auf LED umrüsten oder retrofitten, wie auch immer. Deckenpaneele, Systemtrennwände. Auch herrliches, also alles, was im Innenausbau ist. Dann habe ich heute über Pflastersteine gesprochen, alles, was sozusagen auf nur lose aufliegt, schön palettierbar ist, Ziegelsteine, sowieso der Klassiker. Da haben alle auch schon so dieses wertschätzende, ach, so ein schöner, so ein Ziegelstein mit Patina, kann man sich vorstellen, ist ja fast teurer als ein neuer Stein. Das geht alles gut. Aber auch diese Wertschätzung für Produkte zu finden, wie diese, da müssen wir erstmal, das meine ich mit Mindset, da müssen wir erstmal hinkommen, dass man denkt, ach ja klar, ist es doch das gleiche Produkt oder es ist vielleicht sogar besser und es hat einen besseren CO2-Fußabdruck. Genau, also da haben wir es nochmal, Ziegelsteine, Fassaden, Holzelemente. Also wenn man mal anfängt, ist das, ich hoffe, dass das hier heute Abend also bei einigen gleich Klick macht, wenn man dann morgen sich Materialien anguckt oder in unserer Umwelt bewegt. Man guckt auf einmal ganz anders auf Dinge. Wie ist was verarbeitet? Wie ist was eingebracht? Also hier mit dem Parkett, das fällt man dann runter. Ne? Kann man auch nicht wirklich wieder verwenden, so schön es ist. Aber das geht dann eher in die Verwertung, würde ich mal sagen. Und so fängt man halt an, auf einmal zu schauen, was kann man hier eigentlich noch rausholen. Genau, so jetzt kommen endlich Projekte, die sind nicht so schön wie deine, aber auch spannend. Das ist zum Beispiel das VfB-Stadion in Stuttgart, da wurde von ASP-Architekten ein Umbau geplant und wir wurden gefragt, ob wir von dem Bestand 10.000 Quadratmeter BGF einen Katalog erstellen können, den wir dann feilgeboten haben. Uns wurde die Bude eingerannt für diese
Klappstühle. Also ist jetzt echt nicht so unser Spezialgebiet. Und dann gab es, also ich meine, die kannst du leicht ausbauen und die Fans waren mega heiß drauf. Und dann so, ja, ich hätte gerne Reihe Block F, Reihe 7, Plätze 23 und 24. Und unser Bauleiter war so, ja, am Anfang war das noch koordiniert, wie die da lagen. Und am Ende meinte er, kommt, holt euch, was ihr wollt. Grabst die da einfach raus, ist mir egal. War auf jeden Fall ein erfolgreiches Projekt. Nicht nur wegen der Stühle, sondern auch, und das ist natürlich eher das, was wir wollen, wegen solcher Bauteile. Also ich war live vor Ort und wirklich mein Herz ist aufgegangen, weil wir ja jeden Tag wie die Irren daran arbeiten, dass genau das gemacht wird. Die Fenster sorgfältig ausgebaut werden und zur neuen Baustelle gebracht werden. Und das hat mir gezeigt, es funktioniert. Und was ist das eigentlich für ein Irrsinn, dass wir das bisher nicht machen? Das ist doch total krass und auch mega arrogant und sorry, auch ein bisschen dumm. Ja, ich meine, da hat sich doch jemand mal Gedanken gemacht, wie soll dieses Fenster aussehen, geprobt, gemacht, getan, gehandwerkt. Ja, wir haben auch schon über das Handwerk gesprochen. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch ein wahnsinns oder ein wichtiger Hebel. Und dann sagen wir einfach nach 10 Jahren, wir machen es jetzt anders. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ciao, ciao. Also finde ich schon insgesamt irgendwie krass. So, hier nochmal ein bisschen Innenausbau in Düsseldorf. Aber viel spannender, so Boris, spitz die Lauscher. Das ist nämlich das Projekt, worüber ich natürlich sprechen möchte heute Abend. Das, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Das ist der Karstadt-Hermann-Platz in Berlin. Großes Thema, sollte ursprünglich abgerissen werden, jetzt doch nicht, Rohbau bleibt stehen, Holz drauf, Chipperfield-Fassade dran, ich sage es jetzt mal so kurz zusammengefasst. Und auf der Rückseite wird das Parkhaus nicht abgerissen, sondern transformiert und da entstehen dann noch Büros und Wohnen. Das erstmal so vom Klassischen, wie läuft so ein Projekt. Was daran anders ist, und das ist ziemlich einmalig in Deutschland, ist, dass wir hier mit einem Reuse-Wettbewerb zu tun haben. Also die Form folgt der Verfügbarkeit. Yes, yes, yes. Das ist genau das, wo wir hinwollen und hin müssen, dass wir wirklich mit dem arbeiten, was da ist. Und das ist ja auch kein neuer Gedanke in der Architektur. Ich meine, nicht umsonst reden wir von ortstypischer Architektur und wieso sieht es in Regionen anders aus. Das ist, finde ich, eines der aussichtsreichsten Projekte der Zeit in Deutschland, die das ganze Thema Reuse vorantreiben. Denn was haben wir gemacht? Letzten Sommer haben wir als Concola 40.000 Quadratmeter BGF erfasst von dem alten Karstadt. Da waren dann 26 Rolltreppen dabei und eben die Fassaden, alles Mögliche. Und 10 geladene Architekturbüros sollten dann daraus was machen. Und ich glaube, die große Angst, die mir auch häufig begegnet von Architektur, ja, ich hab's gleich, Projektentwicklern, dass da vereinigte Hüttenwerke entstehen. Das ist ja wirklich so, dass man denkt, nein, wir wollen doch Baukultur und Architektur. Und ich denke so, ja, will ich auch. Und das ist möglich. Man muss es sich halt vorstellen können. Und man muss da kreativ sein. Und ich finde, das ist ein Projekt, wo genau das eine Bühne bekommen hat. Die Bauwelt hat das ein bisschen anders gesehen. Da hieß es Greenwashing am Hermannplatz. War Punkt. Ich lasse es einfach so stehen. Genau. So, also, um das nochmal in mein Fazit. Ich bin gerne in dieser Firma und war ja vorher auch im Architekturbüro und bin jetzt sehr, sehr gerne in dieser Firma, weil wir es eben schaffen, einen Beitrag zur Bauwende zu leisten. Ich bin auch übrigens bei Architects for Future, ich weiß nicht, hast du das gesagt? Keine Ahnung. Okay, und wir wissen ja alle, ohne Bauwende keine Klimawende. Ja, ohne Bauwende keine Klimawende. Am 23.09. ist wieder Klimastreik. Also wir können messbare Einsparungen von CO2-Emissionen, Ressourcen und Abfall jeden Tag erreichen. Wir sind auch der festen Überzeugung, sehen das jetzt schon, dass neue Geschäftsmodelle sich entwickeln, auch gerade bei den Herstellenden, die finden es mega spannend und Handwerk auch da. Und ja, wir können auch Kosten einsparen, indem wir eben Deponiekosten gering halten, Materialien regional zur Verfügung stellen können und so weiter und so fort. So. Oh ja, komm, das ist für die Entwickler, das ist für euch jetzt nicht so spannend. Das sind so Partner, mit denen wir schon arbeiten. Und die letzte Folie ist, so macht man das. Ne? Und jetzt zack, vielen Dank, Head of Business Development. Dankeschön. Vielen Dank, Annabelle von Reutern. Sie hat es gesagt, sie ist Architektin, wahrscheinlich ein relativ seltenes Gewächs in diesem Unternehmen und auch bei mehrere, okay,
super viele Architekten, zum Beispiel auch bei JSWD-Architekten in Köln gewesen. Also insofern eine wichtige Kompetenz, um sowas zu tun. Und einen Satz hast du angesprochen oder anklingen lassen, das ist auch gleich wichtig für unsere Diskussion sein wird, denn diese Art des Bauens und wie wir in Zukunft bauen, muss auch einhergehen mit einer neuen Ästhetik des Bauens, an die wir uns gewöhnen müssen und die wir entwickeln müssen. Das ist nicht ganz einfach, aber ich glaube, die wird es geben. Auf eurer Homepage gibt es, das ist unglaublich, dass Siemens das so genannt hat, ein Projekt Siemens Global Leadership Center. Das war früher das Bildungszentrum für Führungskräfte der Siemens AG. So hieß das Ding ursprünglich mal und hat 1975 immerhin den BDA-Preis Bayern bekommen. Das ist ein wirklich gutes Gebäude, der Architekt ist nicht bekannt, das hat die Siemens Bauabteilung gemacht. Und dort wird eine Kegelbahn verkauft und ein Bartresen. Und das hat mich natürlich dann relativ bald zu der Kantine von dem Spiegelhaus von Henning Larsen gebracht, denn dort ist ja diese auch eingebaut. Und wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte man vielleicht auch über diesen Weg etwas einbauen können. Andreas Schulte, Architekt natürlich und Director für die wirtschaftliche Geschäftsentwicklung und Projektakquise in Deutschland und bei Henning Larsen dafür verantwortlich, wird uns heute über Projekte informieren, über die vielleicht eine neue Nutzung entstehen könnte oder eine Weiternutzung entstehen könnte. Henning Larsen hat das ja schon sehr lange, das Büro, seit den 60er Jahren, inzwischen ein riesiges Büro mit 700 Mitarbeitern, überall auf der Welt, nicht nur in Dänemark, sondern eben auch bei uns in Deutschland und steht da München, nein, es ist seit wenigen Tagen auch in Berlin, relativ groß und vereinigt mit der Landschaftsplanung von Ramboll, der Rheiseitel. Und das ist ein ziemlich interdisziplinäres Unternehmen geworden, was nun sehr ganzheitlich über vier Ebenen, also Architektur, Stadtplanung, Landschaftsplanung und Beratung anbieten kann. Ich glaube, das ist die Zukunft von Büros und bin sehr gespannt darauf, was Andreas Schulte uns über die Transformation in solchen Büros und in euren Projekten zeigen wird. Dankeschön. Ja, guten Abend, erstmal vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin extremst beeindruckt und mein Kopf ist ziemlich voll, weil das liegt zum einen natürlich an den wirklich großartigen Beiträgen meiner Vorrednerin. Wirklich beide Sachen sehr beeindruckend, sehr toll, freut mich sehr, wieso sich Leute um die Klappstühle des VfB Stuttgarts reißen, kann ich als Schalker nicht so ganz nachvollziehen, aber... Das liegt in der Natur der Sache. Ansonsten bin ich ein wenig unglücklich und glücklich zugleich. Unglücklich, weil ich morgen wieder weg muss, wieder weiter muss. Ich bin aber auch sehr glücklich, dass ich heute zum ersten Mal in Weimar sein darf. Also ich war leider noch nicht hier, habe glücklicherweise noch ein bisschen Zeit, morgen mir vielleicht das eine oder andere anzuschauen. Ist ja immer, wenn man ein bisschen unterwegs ist in Deutschland, immer ein bisschen schade, wenn man irgendwo nur so reinkommt und sofort wieder weiter rutscht, ohne sich gewisse Dinge mal angeschaut zu haben. Ansonsten, Boris, du hast es eigentlich schon erwähnt, Transformation ist ein sehr weit gefasster Begriff. Auch nochmal vielen Dank an die Firma Jung und an Wiebke und Uwe für die Einladung, weil sonst wäre ich in der Tat nicht hier und könnte gar nicht glücklich sein. Die Headline Transformationsstrategien und der Subtitle, der Wert des Alten und der Reiz des Neuen, muss ich sagen, hat schon so ein bisschen was getriggert, weil eigentlich Transformation, der Umgang mit Bestandsimmobilien ist in Deutschland da wirklich kein neues Thema. Aber ich habe mich dann gefragt, also irgendwo habe ich ein paar Störgefühle gespürt, als ich das gelesen habe, weil natürlich kann ich sagen, okay, natürlich schätzt man eine Bestandsimmobilie, woran liegt es, okay, die Immobilie kennen Sie besser als ich, Geschichte, ist es die Historie, ist es die Patina des Hauses, ist es das Handwerk, ist es die Qualität der Fügung, hier das Gründungsbauhaus hier vor Ort, ist es der Reiz des Neuen, Thema Siemens hatten wir schon, ist etwas neueres Gebäude in München, ist es die Technologie, ist es der Komfort, der uns da den Reiz bietet oder hier wie bei der French School in Hongkong ist es so, dass das Lustvolle, das Spielerische, das Ausreizen des Neuen ist sicherlich alles richtig. Damit kann ich mich persönlich auch sehr gut identifizieren. Auch ich fühle mich in einer schönen Gründerzeit-Villa oder in einer Altbauwohnung mit hohen Decken wohl und erfreue mich trotzdem der dreifach verglasten Fensterscheibe und des schnellen Internets. Aber dennoch muss ich sagen, dass der Begriff Transformationsstrategie, der war mir noch ein wenig, vielleicht ein bisschen zu
vielleicht ein bisschen zu lieblich, also oder der Reiz und der Wert des Alten und des Neuen. Und zwar, die für mich ist, oder für uns auch im Unternehmen, ist ja die Frage, was treibt uns denn wirklich an? Was ist so das, was uns wirklich motiviert? Und da fallen mir eigentlich eher ein paar andere Begriffe ein, und das kam auch schon. Es ist der Landfraß, die Zersiedlung der Städte, das ist die Materialknappheit, die Lieferengpässe, die wir wahrnehmen, sind die gesteigerten Bodenpreise, Bevölkerungswachstum, CO2-Bilanzen, Klimakrise etc. Das ist doch eigentlich das, was uns irgendwo wirklich bewegt und antreibt. Und deswegen habe ich das so ein bisschen aus der Transformationsstrategie die Transformationspflicht gemacht oder die Transformationsverantwortung oder da sind auch schon andere Begriffe von dir, Annabelle, gefallen, die einfach die Notwendigkeit ein bisschen unterstreichen. Und auch hier, das ist jetzt keine Charta für das Thema aufstellen, aber ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht zu der eigenen Transformationspflicht, weil wenn man was ändern möchte, sollte man dann sich natürlich auch an die eigene Nase mal packen. Und das andere ist die, das kam gerade auch schon, ist die im größeren Maßstab die urbane und städtebauliche Pflicht der Veränderung, dann die Blau-Grüne, das ist das Wasser-Freiraum-Planungsthema, das ist einfach das für uns auch einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, und die architektonische. Da ich wahrscheinlich nur noch 5 Minuten Zeit habe, beeile ich mich jetzt ein bisschen. Also fünf Themen gibt es. Das Bild auch, die eigene Transformationspflicht, ich glaube, das ist auch allen mehr als bewusst. Wir haben einfach, gerade wir als, ich denke mal, es sind viele Planer hier in dem Haus, in dem Raum gerade, viele Architekten, wir haben einfach eine wirklich wahnsinnig große Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber den nachfolgenden Generationen. Genau gleiches Bild, genau das Thema, das gibt es halt nur einmal. So, und damit müssen wir haushalten. Und im Augenblick geht die Entwicklung leider in eine ganz andere Richtung. Nicht erst das World Economic Forum hat das nochmal definiert, die 10, sagen wir mal, die Top-List der größten Risiken und Krisen, denen wir gerade begegnen. Und wir haben für uns im globalen Zusammenschluss der ganzen Büros einige für uns wesentliche rausgesucht, wo wir denken, dass wir dort wirklich den größten Impact, Design by Through Impact, hinbekommen. Das ist klar, ist im Grunde die Action bezüglich des Klimawandels, dann die extremen Wetterbedingungen, das ist die Biodiversität und noch viele andere. Für uns in der, sag mal, eigenen Transformationspflicht, wie uns gibt es halt auch schon seit über 60 Jahren. Das heißt, man muss sich als Unternehmen natürlich neu erfinden, und da geht es nicht nur darum, dass man eine Verantwortung hat, sondern auch wirklich, ich meine, man muss im Markt ja auch bestehen. Das heißt, wir merken das auch glücklicherweise, dass die Anforderungen auch, ich sag mal, von Bauherren, Projektpartnern an uns herangetrieben werden. Und auch, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wenn ich mich dieser Aufgabe nicht authentisch und nachvollziehbar stelle, dann würden wir keine Mitarbeiter mehr bekommen. Das heißt, das ist auch da eine Transformation, die sich bei uns in verschiedenen Kernthemen wiederfindet. Und in einer wirklich jetzt im letzten Juni, das war im Zuge der Büroeröffnung Berlin, ausgerollten neuen Strategie, wo wir sagen, hey, wir sehen uns als Partner für diesen Sustainable Change. Und das kann man so stehen lassen, das ist auch ein sehr weit gefasster Begriff, und das ist wirklich die eigens auferlegte Zielsetzung für die nächsten Jahre. Ein bisschen konkreter, ein urbanes Beispiel für dieses Thema, das ist ein Wettbewerb, den wir vor einigen Jahren, 2019, glaube ich, gewonnen haben. Das ist die Revitalisierung der Schiffswerft in Danzig in Polen. Das ist sicherlich ein Thema, was uns in den letzten Jahren immer mehr begegnet, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt es viele Brownfield-Sites, viele Brachen, an die sich früher keiner herangetraut hat, weil es einfach zu aufwendig war. Mittlerweile sind die Bodenpreise, ist das alles so teuer geworden, dass sich die Entwickler glücklicherweise auch an diese Bereiche herantrauen. Die Schiffswerft in Danzig hat natürlich eine sehr reichhaltige, wichtige Historie. Die Solidarność-Gewerkschaft in den 80er Jahren, so als Keimzelle der Demokratiebewegung in Polen. Und das war für uns wirklich ein wichtiges Thema, an dem wir unsere Geschichte aufgesponnen haben. Das heißt, für uns war das to remember, to reconnect und to reimagine ganz wesentlich. Aufgrund der Kürze der Zeit fasse ich mich jetzt wirklich kurz. Also im Grunde geht es darum, wirklich die Bestandsgebäude sorgfältig zu erhalten und denen eine neue, moderne Nutzung zuzuführen. Das sind dann im Grunde auch ganz bewusst die ganzen öffentlichen Funktionen in diesem großen Bereich, die dann über ein Wege- und Platznetz miteinander nochmal schlüssig verbunden und an die Altstadt und an den Stadtkern nochmal angeschlossen werden. Und natürlich, wir müssen uns auch den Forderungen unserer Auftraggeber auch ein bisschen stellen, dass natürlich auch eine gewisse Nachverdichtung dann stattfindet, wie man hier zum Beispiel sieht in einer
in diesen, ich sag mal, wie beim Zahnarzt, in den Implantaten oder Infills, dann im rückwärtigen Bereich durch Courtyards und dann da, wo es städtebaulich verträglich ist, durch eine Verdichtung im vertikalen Bereich. Das sieht man hier nochmal im Modell. Die eingefärbten Baukörper, das sind die Bestandsgebäude und dann im Grunde das, was sich drumherum legt, das sind dann die ganzen Eingriffe, die wir vorgenommen haben. Und man sieht hier eigentlich, wie diese auf der linken wie auf der rechten Seite die bestehende Strukturen entsprechend eingerahmt und gefasst und die, ich sag mal, die neuen Füllstücke sich behutsam an den Bestand anlehnen, den Maßstab aufnehmen und nicht wie hier an der Wasserkante zu übergriffig in die Materie eingreifen. Das ist ein Projekt, das leider, muss man sagen, wir beobachten natürlich die geopolitische Lage auch sehr, sehr kritisch. Das ist leider ein Projekt, was im Augenblick ein bisschen zum Ruhen gekommen ist. Ansonsten war ursprünglich die Umsetzung und die Weiterbearbeitung für 2030 vorgesehen. Das ist jetzt ein relativ aktuelles Rendering von der Situation vom Wasser aus gesehen. Und das war jetzt mal ein Beispiel für den, ich sag mal, urbanen Transformationsanspruch, den wir haben. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Die blau-grüne, so nennen wir das, das ist in der Tat etwas, was bei uns über die Landschaftsarchitektin von Studio 3 Seite mit ins Unternehmen hineingebracht wurden. Also im Grunde der Umgang mit Wasser- und Freiraumplanung. Ein Bild von Pennsylvania, das ist das Wasserwegenetz, was es dort gibt. Kann man sicherlich auf den gesamten Globus übertragen und eigentlich die Aussage hiervon ist, es ist halt alles im wahrsten Sinne des Wortes vernetzt. Also ich kann nicht einfach irgendwo Dinge abschneiden, zumachen, umleiten, ohne dass nicht der Rest davon in irgendeiner Form auch betroffen ist oder beeinträchtigt wird. Das Gleiche am Beispiel des Wasserkreislaufes. Das heißt, dieser immer wiederkehrende Regelkreislauf von Verdunstung, Abregnung, Wasserführung etc. Ist etwas, was wesentlich und eine Grundlage für Lebensraum ist. Das heißt, erst das schafft den notwendigen Lebensraum für Pflanzen, Tiere, Mikro-, Makroklima und letztendlich für uns alle. Und wenn man sich das nächste Bildchen anguckt, das ist in den letzten Jahrzehnten einfach ziemlich krass verloren gegangen. Auf der linken Seite sieht man so ein bisschen die, so wie es vielleicht normal wäre, in einem natürlich gewachsenen Wald. Ich habe einen gewissen Runoff-Teil, also Oberflächenwasser. Ich habe ein bisschen Versickerung, aber der Großteil ist wirklich Verdunstungs-Evaporation. Und auf der rechten Seite hat natürlich über die ganze Versiegelung der Flächen diese Versickerungs- und Verdunstungsmöglichkeiten arg abgenommen. Als Beispiel dazu, Bishan Park in Singapur ist ein Projekt, was jetzt auch schon seit vor 15 Jahren circa angefangen hat. Halt tropisches Klima, das heißt Extremwetterereignisse kennen andere Landstriche auf der Erde schon seit immer. Das heißt, hier gab es eine Initiative, die Watershed Initiative, die zur Aufgabe hatte, im Grunde primär für die Wasserableitung zu sorgen und das neu zu definieren und halt eben Wasser rückzustauen für die Trinkwasserversorgung. Da wurden über 7000 Kilometer Kanäle gebaut und wir hatten ein Projekt, das ist eben der Bishan Park, ist eigentlich ein reines Infrastrukturbauwerk in der Vergangenheit gewesen. Es gibt diesen offenen Kanal, man kann an der Größe erahnen, welches Wasser da in Monsunzeiten durchfließt und angrenzend eine etwas steril geartete Freifläche. Und wir haben gesagt, wir müssen es schaffen, diese Infrastruktur in einen Lebensraum wieder zurück zu transformieren. Das heißt, dieser integrative Ansatz, diese selbstregenerierenden Synergien zwischen Landschaft, zwischen Wasser, zwischen auch letztendlich uns selbst als Aufgabenziel. Und hier, das springe ich gleich mal drüber hinweg, so sieht es eigentlich heute aus. Das heißt wirklich, es ist ein Lebensraum, der nicht nur, ich sag mal, mindestens genauso funktional ist wie vorher, aber im Grunde noch einen wesentlichen großen Mehrwert schafft. Und zwar, das ist so ein bisschen auch so, man kann es jetzt nicht lesen, ist nicht so wichtig, aber diese Vorher-Nachher-Situation, vorher eine ziemliche No-Go-Area abgesperrt, eher so ein wahrscheinlich dunkel, gefährlich, wie die Emscher im Ruhrgebiet, um die man früher einen großen Bogen gemacht hat, bis hin zu einem, ich sag mal, wirklich einer Landschaft, die jetzt ganz anders genutzt wird. Die Leute, die kommen zum Spielen, zum Verweilen dahin und das ist einfach eine selbstregenerierende Situation. Der Kanal wurde, Thema Kreislaufwirtschaft, zumindest geschreddert und wiederverwertet in den Landschaftsbaumaßnahmen.
Und was ganz interessant ist, es ist ein relativ aktuelles Bild von 2017. Natürlich ist es weiterhin eine Überflutungssituation und dass diese Kenntlichmachung auch, dass sich diese Landschaft wirklich verändert, und das ist ja normal in den Tropen, dass die auch wirklich, man sieht es hier so ein bisschen an diesen Internetbeiträgen, dass das eine ganz neue Diskussion auslöst, wo sich dann Leute fragen, hey, wieso ist mein Spielplatz, wieso kann ich den nicht nutzen, wo kommt denn das braune Wasser her und so weiter. Auch interessant, weil es hat noch so einen kleinen pädagogischen Nebeneffekt, neben der Tatsache, dass es einfach wirklich eine extreme Aufwertung dieser vorher reinen Infrastrukturen Landschaft gewesen ist. So, jetzt komme ich zu den letzten beiden. Architektonisch darf man natürlich auch nicht vergessen. Jetzt springen wir nach Skandinavien, nach Schweden, nach Uppsala. Das ist das neue Rathaus, oder das ist das Rathaus. Ist wirklich ganz aktuell. Ich glaube, die Pressemitteilung ist noch gar nicht raus. Es wurde gerade eröffnet. Das war ursprünglich ein Wettbewerb von 1959 von den Gebrüder Ahrens geplant. Klassische sechsgeschossige Blockrandbebauung mit einem offenen Innenhof in der Mitte. Eigentlich ganz schön. Was ist daraus geworden? Gab es damals auch Finanzierungsprobleme? Ist das? Man sieht hier auf der linken Seite den sechsgeschossigen Eingangsriegel und dann noch diesen Finger mit drei Geschossen. Ansonsten Ödnis im rückwärtigen Bereich, schön Parkplätze, schön an der Bahn entlang, ist natürlich nicht zufriedenstellend. Ich war erstaunt zu erfahren, dass wirklich dann die Gemeinde die letzten mehr als 50 Jahre immer ausweichen musste, weil das Raumprogramm ja nie erfüllt wurde. Das heißt, die haben dann ihre Gemeinderatssitzungen in irgendwelchen Turnhallen oder Nachbarschaftsgemeinden gemacht. Das ist schon wirklich skurril. Auf jeden Fall gab es einen neuen Wettbewerb vor 6 Jahren, den haben wir gewonnen, glücklicherweise. Das Gebäude sicherlich ein bisschen speziell, also ist ein bisschen geschmäcklerisch, hat sehr viele, finde ich, sehr, sehr schöne Nuancen, gerade in der Fassade. Über die Farbgebung ist so ein bisschen, kann man sich vielleicht ein bisschen drüber streiten. Wir haben auf jeden Fall gesagt, im Zuge der Transformation, wir respektieren den Bestand. Das heißt, wir sanieren und wir revitalisieren den Bestand, schließen über unseren Eingriff aber einfach diesen Stadtblock, schneiden auch einen Innenhof hinein. Wir haben uns aber dazu entschieden, den Innenhof zu überdachen mit einem Glasdach. Und aufgrund der Raumprogrammveränderung haben wir noch einen besonderen Baukörper in den Innenhof gestellt. Und das ist ein sehr typisches Thema für uns. Das ist wirklich die Repräsentierung oder die Kenntlichmachung der Demokratie. Das ist wirklich in dieser eingestellten Skulptur befinden sich neben dem Bürgerbüro und Besprechungsräume der neue Gemeindesaal natürlich. Und natürlich ist der auch zugänglich von den Leuten, also alles im Rahmen der sicherheitstechnischen Möglichkeiten. Was man hier nochmal sieht, das ist im Grunde die Situation, die wir haben, diese klassische Blockschließung und dann dieser eingeschlossene Saal und dieses Öffnen im Thema auch, dass sich die auch im Sinne der skandinavischen, des Demokratieverständnisses, dass ich da wirklich die Zuwegung ermögliche und dass die Leute wirklich da auch an diesem neuen Gemeindesaal vorbeilaufen können. Und hier sieht man es noch auch, wie wir das auch ganz schön freigestellt haben. Und natürlich haben wir die direkte Blickbeziehung, Ein- und Ausblicke, wobei man schon sagen muss, also wenn da mal vielleicht hitzige Diskussionen passieren, dann können da auch die Vorhänge wieder zugezogen werden. Das ist, glaube ich, auch schon ganz wichtig, ist, glaube ich, auch fair den Mitarbeiterinnen gegenüber. In der äußeren Situation ist das auch kein kleines Gebäude, sind 25.000 Quadratmeter, mehr als die Hälfte des Bestand. Ist es so, dass sich der neue Teil schon erstmal auf den Bestand natürlich drauflegt, diese Figur wieder schließt, aber eigentlich relativ harmonisch und unspektakulär. Natürlich ist die Fassade in Anlehnung an das ist eher so die Lochfassade des ersten Obergeschosses gewesen, die dort die Struktur vorgegeben hat. Die Farbgebung ist angelehnt und hier einfach ganz wichtig, dass wir dann so im klassischen Sinne den Neubau von dem Bestandsbau über diese Glasfuge abgesetzt haben und hier diese diese öffentliche Passage, die wir da durchgeschnitten haben und im Grunde den Zugang zu dem Gemeindesaal und zu den öffentlichen Bereichen ermöglicht. So, letztes Beispiel, kommt zum Ende. Das ist ein kleineres Maßstab. Ich bleibe in Skandinavien, nach Dänemark, nach Aalborg, das ist die viertgrößte Stadt in Dänemark. Das Konzept ist eigentlich relativ einfach erklärt. November 16 ist vorher, nachher. Wer es noch nicht erkannt hat, vorher, nachher. Also im Grunde
die Geschichte ist eigentlich hier relativ einfach. Wir wurden beauftragt von einem Kaufhaus, dem Salling in Aalborg, um diese wirklich wilde Dachlandschaft einer neuen urbanen Mitte zuzuführen und wirklich der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Ich meine, ich glaube, die Planer wissen hier unter uns, welche Herausforderungen da daherkommen. Und diese Dachlandschaft ist in der Tat schon wirklich skulptural sehr herausfordernd. Und wir haben dort auf jeden Fall geschafft, mit gut 1400 Quadratmeter neue Flächen zu generieren auf drei Ebenen, die sich dann über Stege, Plattformen, Rampen etc. über diese bestehenden Oberlichter, Rückkühlwerke und wer weiß was noch legt. Alles öffentliche Funktionen, Plätze zum Verweilen, Kaffee, man sieht hier so ein bisschen Art Bühnensituation, Aussichtsplattform und noch so ein bisschen als Gimmick ein kleiner Steg, der über die Einkaufsstraße hinausragt. Man sieht es hier, finde ich, eigentlich ganz schön, dass das wirklich ist eine wahnsinnig spannende, diverse, heterogene Landschaft, die dort generiert wurde, die auch wirklich von mehr als 1 Million Leute im Jahr genutzt wird. Und das ist natürlich dann, da freut sich das Kaufhaus natürlich auch so drüber. Und hier sieht man nochmal so im Kleinen, wie da drunter die Rückkühlwerke sitzen. Hier das bestehende Oberlicht des Kaufhauses etc. Und dann diesen erwähnten Skywalk. Hier ist auf der linken Seite, das ist im Grunde die Einkaufsstraße. Und da oben sieht man die Brücke. Natürlich schön, wenn man dann durch das Glas dann noch runter gucken kann. Und was in Skandinavien immer ein Thema ist, es gibt halt nicht so viele Berge. Also es ist halt relativ flach, gerade Dänemark, und die Leute freuen sich einfach, wenn sie mal hoch können. Und das ist hier wirklich in der Tat, deswegen kann man sich fragen, wieso mache ich da jetzt noch so eine kleine Treppe hoch? Ja, das ist schon was Besonderes, weil dann hat man mal wirklich Rundumblick und es ist halt öffentlich. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Transformation. Und auch wirklich, man kann sich schon vorstellen, welches Potenzial da noch schlummert bei all den Dachflächen, die wir da haben. Neben Photovoltaik und Grün und so weiter gibt es halt auch sowas. Und damit bin ich fertig. Dankeschön. Vielen Dank, Andreas Schulte. Du kannst eigentlich gleich hier bleiben, denn wir gehen jetzt zur Podiumsdiskussion. Wir diskutieren nur zwei, drei kleine Sachen wegen der fortgeschrittenen Zeit. Wir reden ein bisschen übers Bauen und ein bisschen über Architektur. Bitte kommt ihr beiden auch zu uns. Ich frage mich, und das müssen die Architekten beantworten, also nicht ich, wie müssen wir heute eigentlich bauen, damit Bauwerke, wenn sie denn demnächst doch noch weiter genutzt werden oder rückgebaut werden müssen oder umgebaut werden müssen, wie können wir heute und müssen wir bauen, damit das dann möglich ist? Hintergrund der Frage ist natürlich die Verbindungs- und Fügetechnik, die wir jetzt auf der Baustelle sehen. Die, wenn ich jetzt Bauteil Wand zum Beispiel nehme, wenn ich mal ganz außen anfange, dann habe ich Farbe, dann habe ich einen Putz, dann habe ich im schlimmsten Fall ein Wärmedämmverbundsystem, ein Trägersystem für das Wärmedämmverbundsystem, eine Wand. In dieser Wand habe ich, wenn ich Pech habe, Kupferleitung oder Ähnlichem. Und das Ganze funktioniert dann besonders gut, wenn es möglichst gut gefügt ist, also keine Luft dazwischen ist. Und das geht dann besonders gut, wenn es geklebt ist. Und so geht es um viele Bauteile und Bausysteme, die genauso hergestellt werden. Wenn ich die aber weiter benutzen will, dann ist doch genau das ziemlich schwierig. Also wie müssten wir heute bauen, um das zu ermöglichen? Du guckst mich an, ne? Ne, ich gucke alle drei Architekten an. Was sagt ihr denn dazu? Baut ihr schon so? Habt ihr den Recycling-Atlas bei euch stehen? Wir haben den Recycling-Atlas haben wir bei uns stehen, aber wir haben natürlich auch, ich sag mal, wir haben in der Tat eine Unternehmensgröße, wo wir in Kopenhagen auch wirklich eigene Material-Ampel-Bibliotheken haben, wo das natürlich auch ein Thema ist. Und bauen wir schon so, würde ich sagen, bedingt. Also ich denke mal, dass deswegen auch diese, und ich würde, das ist jetzt keine blöde Antwort oder so, aber ich glaube, erstmal müssen wir überhaupt es schaffen, alle Projektbeteiligten, alle Planungspartner dazu zu bringen, überhaupt in die Richtung zu arbeiten, überhaupt in diese Richtung zu denken. Das heißt, überhaupt die Bereitschaft herbeizuführen, auch da so wirklich mal ein bisschen out of the box zu denken und über Varianten nachzudenken. Ansonsten, klar, ich glaube auch, dass das Thema der Verbundbaustoffe ein ganz kritisches ist, und das ist sogar auch das hatten wir jetzt Lessons learned bei einem Holzbau auch bei uns. Natürlich kann man sagen, Holz erstmal super, kann ich wiederverwerten, CO2-Bilanz ganz hervorragend, aber das war dann so ein spezielles
ein spezieller Brettschichtholzträger, dass wir gesagt haben, genau das, was du ja auch meintest, der war in der Geometrie so speziell, dass ich den gar nicht hätte wiederverwerten können. Verwerten so. Oder verwenden? Verwenden, sorry. Nee, und genau darum geht es ja. Und ich glaube, da müssen wir sicherlich noch sehr viel in der Planung Arbeit leisten, dass man genau auf solche Dinge auch achtet und dass halt nicht Holzbau die Antwort auf alle Fragen ist, sondern auch die Frage, dass ich überhaupt Baustoffe und Baukonstruktionen wirklich verstehe. Das heißt, diesen ganzen Kreislauf und auch die Frage der Wiederverwertung, das auch dann zu Ende denke. Und das sind natürlich auch Sachen, wo wir in Deutschland als Planer jetzt ja auch nicht, ich sag mal, das ist dann wirklich eine Diskussion, die wir auch mit allen Partnern führen müssen, weil wir wollen das machen, aber es ist natürlich auch ein Aufwand, den wir da tätigen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, das ist jetzt auch gerade jetzt, das drifte ich ein bisschen ab vielleicht, eine ganz andere Thematik, aber das von uns natürlich jetzt auch im Zuge der Hawaii-Reduzierung natürlich ein sehr harter Preiskampf gerade erst anfängt und wir natürlich auch gucken müssen, wie können wir, in welche Bereiche stecken wir unsere Primärenergie hinein. So, und das ist bei uns aber schon ein klares Commitment zu dem Thema. Wie gesagt, das war dieses Partner for Sustainable Change und da ist das sicherlich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Aber sonst so also Verbundbaustoff ist ein Thema, ist bei manchen Sachen auch wirklich schwierig, weil ich sehe es auch so, dass dieses Gipskarton zerkleinern und so ist ja keine Antwort. Das ist ja dann wirklich, das ist ja immer noch dieser Recycling oder das ist ein totales Downgraden eines Materials, was ja eigentlich nicht die Antwort sein sollte. Also ich lade alle gerne herzlich ein, in das Circular House in Berlin zu kommen. Da ist unser Büro drin in Neukölln. Warst du schon mal da? Nein. Okay, komm gern vorbei. Das hat LXSY-Architekten haben das gebaut, eben, ich glaube zu 80% aus Reuse-Material und auch so, dass man es eben rückbauen kann. Also das ist nur Innenausbau, aber irgendwo, also ne, dass jetzt gleich Fassade und so weiter, dass das auch alles mitgedacht wird, da sind wir bei einem anderen Projekt dran, auch wichtig, aber das mal zu sehen, wie kann das funktionieren, man sieht die Schrauben und zip, man kann das auch warten, man ist nicht irgendwie, man hat eine verspachtelte Geschichte und keiner weiß, wo kann man es anpacken, muss man es gleich ausreißen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, so eine gewisse Industriehörigkeit sollte man auch wieder ablegen. Also ich meine, ich habe im Architekturstudium schon Schüko-Details runtergeladen und durchgezeichnet. Ja, sorry, machen alle. Also, dass man da mal wieder mehr ins Handwerk kommt und auch guckt, wie ist es denn wirklich gefügt, sich da selber auch Lösungen ausdenkt, ist sicherlich ein Baustein. Und auch das ganze Thema einfach bauen. Also ich glaube, dieses ganze TGA-Thema und Technik-Thema, das wird alles immer komplexer. Und einfach bauen, wird so Florian Nagler-Style, ist vielleicht auch ein Baustein. An der TU Braunschweig findet nächste Woche Donnerstag und Freitag ein Symposium von Helga Blocksdorf zum konstruktiven Ungehorsam, übersetze ich mal so ein bisschen so statt. Wer daran Spaß hat, kann das mal verfolgen. Dea Ecker, bei dir findet oder spielt Tageslicht wie bei vielen anderen Architekten eine große Rolle. Und Annabelle von Reutern hat ein Beispiel gesagt eines Hotels, was in kurzer Zeit rückgebaut oder abgerissen werden musste, weil es keine andere Nutzung hat. Das liegt natürlich genau am Tageslicht, weil Hotels häufig mit einer Geschosshöhe gebaut werden, die nur dafür geeignet ist. Das schlimmste Beispiel, was wir in Deutschland haben, ist das Sheraton in Frankfurt. Da kann jeder von Ihnen an die Decke fassen und dieses Hotel kann nur das, was es kann. Innenliegende Sanitärräume, innenliegende Erschließung, wenig Fensterfläche, weil die Gäste, die dort sind, nur dazu da sind, von einem Flug auf den anderen Flug zu warten. Und dementsprechend ist dieses ein One-Trick-Pony so ein bisschen. Und das bringt mich dazu, dass wenn Gebäude doch weiter benutzt werden, geht es eigentlich nur um Geschosshöhe und Gebäudetiefe. Diese beiden Sachen sind entscheidend, um Tageslicht hineinzubringen oder ein Gebäude weiter zu nutzen. Berücksichtigt ihr jetzt in eurer Architektur sowas, um zu sagen, okay, ich weiß nicht ganz genau, was mit diesem Gebäude in weiter Zukunft passiert. Deswegen baue ich es so flexibel, dass das geht. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, oder? Aber jetzt hat man ja eigentlich sehr schön gesehen, auch in den unterschiedlichen Maßstäben unserer Projekte, dass wir im ganz, ganz kleinen Maßstab unterwegs sind. Das heißt, dass der Radius dessen, was wir da auch machen und denken können, natürlich entsprechend auch kleiner ist. Und wir versuchen aber in unserem kleinen Maßstab eben auch Dinge wie du vorhin jetzt sagtest, der Baustoffwahl so zu berücksichtigen, dass eben das Auseinanderdividieren später wieder geht. Ich komme gleich auf die Frage zurück. Ich glaube, was uns entgegenkommt, auch bei unseren kleinen maßstäblichen Projekten, ist tatsächlich diese Affinität zur Konstruktion. Denn wenn wir die Konstruktion zeigen wollen, dann müssen wir schon ganz vieles tun, um dahin zu kommen, was eigentlich diesem Trennen der Baustoffe wieder entgegenkommt. Also das ist mir so bewusst geworden, hat einen Moment gedauert, bis ich es mir eigentlich erklärt habe, warum es eigentlich gar nicht so schwierig ist für uns. Also
das vielleicht eigentlich noch mal zur letzten Frage. Euer Tragwerk würde ich auch nehmen, habe ich gleich gedacht. Wie ist das bei euch, Andreas? Ihr baut nun wirklich Projekte im großmaßstäblichen Sinn und das letztgezeigte Projekt, das vorletzte, konntet ihr nur deswegen eigentlich ertüchtigen und was hinzufügen, weil da eben die Gebäudetiefe und die Geschosshöhe passte. Wenn das anders gewesen wäre, wäre das ganz schwierig gewesen. Nehmt ihr darauf Rücksicht jetzt bei Neubauten, bei neuen Projekten? Vielleicht muss man ein bisschen differenzieren, ob ich jetzt ein maßgeschneidertes Gebäude für einen konkreten Nutzer plane oder ein, wir haben ja auch wirklich viele Investoren oder Projektentwickler, die ein Multitenant-Gebäude planen, verwirklichen wollen, wo noch gar keine Idee da ist, ob es eine Büronutzung hat oder irgendwas überhaupt. So, von daher, da ist die Fragestellung natürlich noch viel relevanter, aber diese das fiel ja vorhin auch, die Nutzungsdauer 50 Jahre, und ich finde, wir müssen auf jeden Fall anders denken, und die Diskussion führen wir eigentlich mit den meisten unserer Kunden oder Partnern. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht nur für 50, wir müssen viel länger planen, und dann, wir werden oft gefragt, ja, wie sieht denn das dann aus so in demnächst, und ich muss sagen, keine Ahnung. Also die Diskussion, die führen wir auch gerade mit wirklich vielen Entwicklern. Wie sieht die Büroimmobilie der Zukunft aus, muss ich auch sagen, ja, keine Ahnung. Also eigentlich das Einzige, was ich machen kann, ist in der Tat Geschosshöhe. Ich muss einfach, Geschosshöhe schaffen, ich muss vernünftige Infrastrukturbasis schaffen. Auch die Infrastruktur selber kann ich ja zurücknehmen, bis auf nur Steigepunkte, wie auch immer. Und dann kann ich sagen, dass dann so die Situation, die in der Tat, die wir auch öfter wirklich schon hatten, dass ich wenn es nur 30 Jahre sind, ein Gebäude habe, was dann mit der gleichen Argumentation abgerissen wird, das ist einfach eine Katastrophe. Da muss ich gar nicht mit einer CO2-Bilanzierung anfangen, weil das ist ja die beste CO2-Bilanz, die ich haben kann, wenn ich den Bestand erstmal nutze, der da steht. Ich finde die Diskussion, die ich dann noch ergänzen möchte, eigentlich ganz spannend, dass man im Grunde die regulativen Dinge vielleicht auch wirklich anfassen muss in Deutschland. Das heißt, die Frage, wieso kann ich nicht, wir hatten ein konkretes Projekt in Nürnberg, das war sogar ein Bürogebäude, war ein Bürogebäude, sollte wieder eins werden, wird trotzdem abgerissen wahrscheinlich, ja, weil die Geschosshöhen, da fehlen wahrscheinlich 20 Zentimeter. Aber wieso kann ich diesen, da packe ich mir jetzt auch ein bisschen an die eigene Nase, ich glaube, wir müssen diesen Diskurs haben, wir müssen dieses Gespräch suchen, wieso kann ich nicht die ASR einfach nicht erfüllen? Und da habe ich sogar viele Projektentwickler, die sagen, ja, ist cool, hätte ich Bock drauf, aber ich möchte es ja vermieten. Wenn ich dann einen Vermieter habe, der dann irgendwie etwas ängstlich daherkommt und sagt, nein, ich brauche meine 2 Meter oder 3 Meter lichte Höhe und so und habe dann ein Problem, dann ist das schwierig. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen gemeinschaftlich in der Struktur wirklich ganz an den Anfang gehen. Wieso kann ich nicht, die Argumentation sollte eigentlich stark genug sein, dass ich von solchen Hemmnissen wegkomme irgendwo und Ausnahmeregelungen oder irgendwie finden kann, damit ich so einen Bestand anders nutzen kann. Das ist dann, weil jetzt kann ich sogar noch höher bauen und so weiter, aber wir haben einen riesigen Bestand. Und wir wollen das ja nicht die Hälfte davon wieder abreißen, weil die Höhe nicht passt. Aber betrifft ja tatsächlich auch nicht nur so Dinge wie Geschosshöhe, für die man natürlich immer kämpft. Also da kämpfen wir auch bei unserer Beratungstätigkeit in den Gremien, in den Gestaltungsbeiräten, natürlich immer dafür zu gucken, was ist mit dem Erdgeschoss, ne? Dass mindestens mal das Erdgeschoss im urbanen Raum einfach so ist, dass eine multifunktionale Nutzung auch später möglich ist. Also da ermutigen wir auch. Selbst wenn wir es bei eigenen Projekten eben aufgrund dieser strikten Regularien gar nicht unbedingt können. Denn es sind öffentliche Projekte, die meistens ganz, ganz klare Vorgaben haben, wie hoch, wie breit, wie lang, wie viel Quadratmeter etwas haben darf, damit es angeblich wirtschaftlich ist. Das heißt, dieses Umdenken, das muss wirklich dort ansetzen. Ich habe auch daran gedacht, als du über die Glasfenster gesprochen hast, die ja einfach weggeworfen werden. Warum ist das so? Es ist natürlich so, weil wir diese Überregularisierung in der Bauphysik haben, die uns ja irgendwie das auch über die Förderprogramme, die Passivhäuser jahrelang schmackhaft gemacht haben, wovon wir jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen abkommen. Das heißt, bei den Regularien ansetzen und da offener denken, ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, das ist eine extra Veranstaltung wert, weil das ein ganz besonders komplexes Thema ist. Was mich aber noch interessiert, und das passt dann noch vielleicht mehr zur Transformation, ist die Transformation der Ästhetik der Architektur. Geht denn eigentlich das Bauen, was entweder einen ganz anderen Lebenszyklus einhert oder was mit wiederveränderten Bauteilen geschieht. Und wir sehen ja schon Beispiele in Belgien, bei euch jetzt auch. Geht das einher mit einer anderen Ästhetik? Und wenn ja, wovon ich überzeugt bin, wie ist das eigentlich in unserer Gesellschaft? Akzeptiert unsere Gesellschaft diese neue Ästhetik und will die das so? Sehen wir das vielleicht schon in anderen Bereichen, in Kultur oder Mode oder Design?
Also ich würde sagen, ja und nein. Was ich nur sagen will, ja, man kann es sehen und das kann auch gut sein, also eine neue Baukultur. Aber es gibt auch ganz viele industriegenormte Produkte, die wir wieder in den Kreislauf bringen, die einfach aussehen wie alle anderen Produkte, die es auch neu gibt, die also wirklich Standard sind, wo sich nichts ändert. Also sei es Kabeltrassen, Lüftungskanäle, wenn man in so eine Richtung geht. Das sind auch alles Materialien, die man wunderbar wiederverwenden kann, wo sich, glaube ich, die Ästhetik dann wahrscheinlich nicht so stark ändern wird. Ich habe aber das Gefühl, dass wir in Deutschland tatsächlich, wir haben wirklich Angst vor vereinigten Hüttenwerken. Wir haben Angst davor, dass es aussieht wie Scheiße, wenn wir irgendwas wiederverwenden. Mhm. Und das ist, glaube ich, in Belgien, ich meine, da wird das ja zur eigenen Kultur hochstilisiert. Und hier wollen wir immer noch die schön gespachtelte Gipskartonwand und alles on fleek. Da darf man nicht sehen, dass es irgendwie nicht, also es muss, wenn man ein neues Auto, es muss neu riechen. Auch wenn es ein chemischer Stoff ist, aber es muss irgendwie neu riechen in deutschen Büros. Also ich finde da nicht so pessimistisch, weil, das ist schön. Weil wir das in Belgien zum Beispiel sehen und weil viele von uns, wenn sie nach London fahren, sich natürlich Shoreditch angucken und sich diese Viertel angucken, wo es eben so rau ist und wo Neues mit Altem kombiniert wird. Ja, wie Architektin vielleicht, aber... Nein. Jüngere Menschen gerade hin und okay. Als die Antwort hatte ich eigentlich gehofft. Während der drei Vorträge sind immer mal wieder, ich konnte es ja nicht sehen, weil ich mich nicht umgedreht habe, Raunen aus ihren Reihen gekommen. Jetzt haben wir nicht so richtig gut Möglichkeit, sie zu beteiligen, weil sie können eine Frage stellen, die kann ich dann wiederholen, damit die Publikumskolleginnen und Kollegen, die draußen an den Monitoren sitzen, das auch hören. Also wenn wir können das mal versuchen. Wenn es die eine oder andere Frage gibt, können wir vielleicht noch 2-3 Minuten darauf verwenden. Bitte. Also das war jetzt eher ein Statement zum Bauhausmuseum, was natürlich in ganz Deutschland sehr kontrovers diskutiert wurde und was noch eine Veranstaltung mehr wäre hier in Weimar, hätte ich große Freude dran und wir haben uns ja auch die Finger dran verbrannt. Aber gibt es vielleicht noch eine, also ich stimme Ihnen zu, das nur dazu, und obwohl ich mit Heike Hanna da gut befreundet bin. Gibt es noch eine Frage in unserem Themenbereich jetzt? Gut, dem scheint nicht so zu sein. Dann ist es die Zeit gekommen. Wir müssen nicht ganz so traurig sein. Die IBA oder die Emscher ist schon gefallen. Und wenn man überlegt, dass wir es doch geschafft haben, eine Transformation des Ruhrgebietes hinzukriegen mit einer IBA, die 1989 schon begann, von Karl Ganser inszeniert und 1999 ins Abschlussjahr gegangen. Und was ein weltweites Beispiel für eine Transformation ist, von der wir jetzt noch profitieren und die, das muss man ja sagen, immer weiter gegangen ist, denn erst jetzt, 2022, ist die Emscher renaturiert worden und das Projekt abgeschlossen. Da muss man sagen, es ist eine großartige Leistung, das zeigt doch, dass wir es können und dass es auch dann weitergeht mit eurem Projekt zum Beispiel, was auch Industrie neu funktionieren oder Ähnlichem. Und dann, weil wir irgendwie gerne Zitate sagen, ich habe schon gesagt, Hugo Hering hat ja mit Mies van der Rohe zusammen ein erstes Büro gehabt, noch in Berlin. Und Hugo Hering war ein sehr sparsamer Mensch und hat sozialen Wohnungsbau gemacht und hat also mehrgeschossigen sozialen Wohnungsbau gemacht und hat dann auch weiter hinten die Gänge immer schmaler gemacht, weil er sich gedacht hat, da gehen ja nicht mehr so viele Leute durch. Da kann ich das ein bisschen schmaler machen. Und es wurde natürlich immer komplizierter und die Räume wurden immer schwieriger zu machen. Und das hat sich Mies van der Rohe angeguckt, eines der bekanntesten Zitate von ihm. Und er sagt, Mensch, Hugo, mach die Räume groß, kannst da alles drin machen. Und das ist natürlich auch genau das, was wir jetzt drängen müssen, wenn wir Sachen weiter nutzen müssen. Vielen Dank an euch drei, dass ihr eure Gedanken und Erfahrungen und eure Inspiration mit uns geteilt habt. Es war eine große Freude, euch zuzuhören. Vielen Dank an Jung, die das hier möglich gemacht haben. Wir hätten wahrscheinlich auch ohne sie diskutiert, weil wir gerne über Architektur reden, aber mit ihnen war es doch schöner. Also vielen Dank, dass Sie alle hier bei uns waren und ich freue mich auf einen gemeinsamen Abend. Und vielen Dank an Sie dort draußen. Ich weiß gar nicht, was Sie heute Abend machen, aber ich freue mich, dass Sie uns so zugehört haben und jetzt gehört das letzte Wort Wiebke Becker von Jung. Also ich habe ja jetzt wahnsinnig viele Fragen. Mein Kopf schwirrt. Ich glaube, da werden wir gleich ganz, ganz viel noch klären können.
Ich kann auch eine Frage beantworten. Annabelle, du hast vorhin gefragt, ich hätte so gerne mal ein Projekt mit Jungschaltern. Da sind die Jungschalter, warum sind die da nicht? Die Erklärung ist doch ganz einfach. Wissen Sie, was 1968 war? In dem Jahr haben wir erstmalig LS990 vorgestellt. Das ist ein Designklassiker. Und die Gebäude, wo der verbaut ist, die werden auch in der Regel nicht abgerissen. Das ist ganz einfach, oder? Und wer jetzt noch nicht genau weiß, wie der aussieht, in diesem Gebäude ist er auch verbaut. Herzlichen Dank für die Einblicke heute, für die persönlichen Einblicke, die ihr uns gegeben habt, für die feinen Details, die Tech-Folien, die Lebhaftigkeit und ganz wesentlich nochmal das Gemeinschaftliche, was ihr betont habt. Auch wir sind davon überzeugt, dass diese Transformation nur gemeinschaftlich gelingen wird. Auch wir als Jung. Und was treibt uns bei Jung an? Das ist genau ein solcher Abend. Der treibt uns an, auch besser zu werden, die Themen noch besser zu verstehen, zu berücksichtigen bei unseren Produkten, bei unseren Entwicklungen, habe ich vorhin schon alles gesagt. Vielen, vielen lieben Dank auch Ihnen draußen an den Bildschirmen, dass Sie das so lange mit uns heute ausgehalten haben. Wir haben ein bisschen überzogen, wir haben zwar super pünktlich angefangen, das machen wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser. Wir verabschieden Sie hier aus Weimar und wünschen Ihnen einen wunderschönen Abend zu Hause. Sie hier im Publikum, liebe Gäste, Sie darf ich einladen, im Namen meiner Kolleginnen, Kollegen mit uns jetzt bei einem Glas Wein auf das Comeback der jungen Architekturgespräche anzustoßen. Dazu verlassen wir diesen Raum, gehen nach nebenan und dort gibt es dann Getränke und auch etwas zu essen. Und ich wünsche Ihnen allen einen ganz wunderschönen Abend. Herzlichen Dank.